Ich bin Irisa. Willkommen bei Bloodborne, die Geschichte und Hintergründe. Das ist jetzt der vierte Teil, wenn ich mich gerade nicht irre. Und wir haben letztes Mal Altianum komplett durchgemacht. Wir haben auch schon die Werkstatt der Kirche besucht und uns ein bisschen da umgesehen. Und die alte verlassene Werkstatt der Jäger gefunden, wo die originale Puppe zum Beispiel noch liegt. Oder was heißt die originale Puppe? Jedenfalls eine leblose Version der Puppe, die wir hier aus dem Traum kennen. Bevor ich da jetzt aber wieder hingehe, werden wir erstmal gucken, was es hier jetzt alles Neues gibt. Weil wir haben unter anderem letztes Mal ja auch das Strahlenschwertjägerabzeichen gefunden und haben noch gar nicht geschaut, was es dadurch Neues im Laden gibt. Und ich denke, das machen wir jetzt einfach mal. Hier sieht man auch, dass die Puppe gerade nicht an ihrem normalen Platz sitzt. Wahrscheinlich sitzt sie oben am Grab und betet. Ich gehe da jetzt aber erstmal nicht hin. So, die neuen Sachen, die es gibt, sind unter anderem hier eine Waffe namens Ludwigs Heilige Klinge. Das ist eine sehr beliebte Waffe. Guten Abend. Das ist eine sehr beliebte Waffe, weil es einfach ein riesiges Zweihandschwert ist, was sich im Zweifelsfall in ein Einhandschwert verwandelt. Werden wir jetzt aber nicht benutzen. So, Ludwigs Heilige Klinge. Eine übliche Trickwaffe von Jägern der Heilenden Kirche. Man sagt, das Silberschwert wurde von Ludwig, dem ersten Jäger der Kirche, benutzt. Bei der Transformation vereinigt es sich mit der Schwertscheide zum Großschwert. Es weicht in mehreren Punkten vom Entwurf der Werkstatt ab, was darauf deutet, dass die Kirche viel größere, unmenschliche Bestien erwartete. Da haben wir jetzt schon wieder einen Hinweis auf Ludwig, nicht nur, dass das Schwert nach ihm benannt ist, sondern dass es scheinbar ihm tatsächlich quasi gewidmet ist, weil er wohl dieses Schwert benutzt hat oder ein ähnliches. Dass die Kirche scheinbar schon damit gerechnet hat, dass viel größere unmenschliche Bestien erwartet werden, deutet ziemlich darauf hin, dass die eine sehr genaue Ahnung davon haben, wo die Bestien herkommen und wie die Zusammenhänge dazu stehen. Das werden wir aber auch noch genauer betrachten, wie die Kirche genau zu dieser ganzen Bestiengeschichte steht, was die damit zu tun haben und woher die das alles so genau wissen. Ich gehe erstmal weiter. Wir haben nämlich ja auch noch eine neue Schusswaffe, nämlich Ludwigs Gewehr. Ein typisches Gewehr von Jägern der Heiligen Kirche. Solch ein Gewehr soll Ludwig, der erste Jäger der Kirche, benutzt haben. Der lange, schwere Lauf gleicht durch hohe Reichweite die langsame Nachladegeschwindigkeit wieder aus. Ludwigs Gewehr weicht in mehreren Punkten vom Entwurf der Werkstatt ab, was darauf deutet, dass die Kirche viel größere unmenschliche Bestien erwartete. Also das Gewehr, genau wie das Schwert, ist einfach eine viel größere, langsamere Version von Waffen, die wir aus der normalen Jägerwerkstatt schon kennen. Wobei das Schwert natürlich keine Version einer uns bekannten Waffe ist, weil sonst haben wir ja eben nur eben dieses Sägehackbeil und Sägespeer, die Jägeraxt und den gewundenen Stock als Waffen von den klassischen Jägern der normalen Jägerwerkstatt gesehen. Mit Schwertern haben die scheinbar nicht viel zu tun. Das Gewehr ist aber eigentlich eine Version der Jägerpistole. Vielleicht, naja, eigentlich eher der Donnerbüchse. Es hat eine gewisse Streuung, hat eine sehr hohe Reichweite, ist sehr langsam. Man benutzt es eigentlich nur des Stils wegen. Es ist nicht sehr effektiv im Spiel selbst. So, was wir aber auch noch haben, ist Kleidung, nämlich die Grabsucherkleidung. Ich gucke einmal kurz. Bei allen vier Gegenständen ist der Text komplett identisch. Tracht der Grabsucher, die das alte Labyrinth im Namen der Heilenden Kirche erkunden. Die Heilende Kirche hat ihre Wurzel in Burgenworth und ist sich daher der wahren Bedeutung der Ruinen bewusst. Dort ruht viel mehr als nur Jägertand. Tatsächlich bergen sie die Geheimnisse der Großartigen, die von jenen gesucht werden, deren Verstand sich wahre Größe vorstellen kann. Wir haben letztes Mal schon von German gehört und auch von Alfred haben wir das schon gehört, dass jeder Jäger mal in dieses unterirdische Labyrinth unter Yharnam gehen sollte und jeder Jäger das eigentlich auch bisher gemacht hat. Offensichtlich ist dieses Labyrinth ein sehr, sehr wichtiger Ort. In dem Spiel selbst ist das Labyrinth quasi das, was diese Kelchverliese sind, dieses Kelchlabyrinth. Das werden wir uns heute wahrscheinlich auch mal ansehen. So, damit haben wir die ganzen Gegenstände, die neu sind, schon mal angeschaut. Das wollte ich einfach mal gemacht haben, damit das nicht untergeht.
was wir jetzt auf jeden Fall auch mal machen, weil wir haben letztes Mal ja auch noch die Träne von der Puppe bekommen und dadurch einen Blutedelstein bekommen. Und ich nutze den einfach mal, um jetzt um den in unsere Pistole einzusetzen, weil es lohnt sich für uns natürlich mehr, in die Pistole irgendwas einzusetzen, was uns heilt, als irgendwas, was den Schaden der Pistole erhöht, weil wir die Pistole eigentlich nicht für Schaden benutzen. So, damit ich da was einsetzen kann, muss ich sie erstmal verstärken. Dafür reichen mir aber gerade gar nicht die Echos. Aber das erledigt sich schnell. Ich nehme einfach mal einen Kaltbluttau. So, man muss die Waffe um 1 verstärken, dann schaltet sich der Platz für die Blutedelsteine frei und dann kann ich das da auch einfach einsetzen. Wir können da auch, das ist ein kreisförmiger Platz, das heißt, wir können natürlich diese Blutfärbungsedelsteine einsetzen, die speziell für Schusswaffen eigentlich da sind. Aber ich setze den ein, der uns einfach mit der Zeit langsam heilt. Das ist wirklich vernachlässigbar wenig, aber es ist eben besser als nichts und es ist für uns nützlicher als irgendwelcher Schaden. Bei den restlichen Blutedelsteinen unserer Nahkampfwaffe können wir auch schon was Neues einsetzen. Das sieht auch ganz gut aus. Ist auch nicht viel wert, aber immerhin ein bisschen. Obwohl ich opfer den einen Schadenspunkt für eben auch Heilung. So, das war das jetzt schon wieder. Wobei wir, glaube ich, auch mal den gewundenen Stock aufrüsten könnten, wenn wir schon dabei sind. Wir haben sehr viele Blutsteinscherben. Da brauche ich allerdings auch schon wieder mehr Echos. Das heißt, ich benutze gerade mal noch mehr Kaltbluttau. Man kann auch einfach mehrere auf einmal verwenden, das ist ganz praktisch. Weil der ist ja immerhin unsere Zweitwaffe und der lohnt sich erst wirklich, wenn man ihn sehr weit aufgerüstet hat. Das heißt, das sollten wir dann auch möglichst bald mal machen. So. Ich könnte jetzt einfach direkt zurück zu der alten Werkstatt gehen. Die ist im Übrigen an einem anderen Grabstein. Wir haben ja sonst alle Orte, wo wir uns wo wir aufwachen können, hier bei diesem Grabstein. Der nennt sich der Grabstein von Yharnam. Hier haben wir noch einen Grabstein, da ist noch gar nichts, deswegen heißt er nur Erwachensgrabstein. Der hier heißt jetzt Grabstein des Unsichtbaren, weil wir da jetzt schon einen Ort haben, nämlich die verlassene alte Werkstatt. Diese Grabsteine sind quasi thematisch geordnet, das sind hier 4 Stück. Je nachdem, wo man konkret aufwacht, das ist eben hier alles, was in Yharnam selbst ist. Bei diesem Grabstein ist eigentlich alles, was in den äußeren Gebieten von Yharnam ist, also in den ganzen Wäldern zum Beispiel und irgendwelchen ein bisschen weiter von der Stadt entfernten Gebieten. Und der Grabstein des Unsichtbaren ist eigentlich für alle Orte, die von der Öffentlichkeit verborgen sein sollen, wo man eigentlich als normaler Bürger gar nicht hinkommt, wahrscheinlich nicht mal weiß, dass der existiert. Wie eben diese Werkstatt, die ja offensichtlich jetzt abgeschottet wurde, weil sie nicht mehr in Betrieb ist. Wahrscheinlich soll einfach keiner wissen, dass es diese Werkstatt überhaupt gibt. Und was mit dem hier ist, kommt später. Ich werde jetzt aber nicht direkt zu der Werkstatt gehen, sondern ich werde wieder in den Kathedralenbezirk gehen und nochmal den langen Weg an den Gegnern vorbeinehmen, weil in dem Turm, wo man sich runterarbeiten muss, wo es so dunkel ist, das sehen wir ja gleich nochmal, gibt es noch ein paar Gegenstände, die ich einfach gerne auch versuchen würde, wenigstens zu holen. Weil, warum sollte ich das einfach liegen lassen? Macht ja auch wenig Sinn. Ich habe mir heute ausnahmsweise auch schon ein bisschen überlegt, was wir eigentlich den Tag über machen, weil es jetzt langsam an der Zeit ist, dass man sich ein bisschen aussuchen kann, wo man eigentlich hingeht als nächstes. Man kann natürlich relativ simpel einfach die Hauptgeschichte weiterspielen und einfach nur gegen die Bosse erstmal kämpfen, die die Nacht voranschreiten lassen. Ich finde es aber schöner zu versuchen, möglichst viel anderes erstmal zu sehen, bevor man mit der Hauptstory weitermacht, weil das Spiel zeichnet sich ja dadurch auch aus, dass sehr, sehr viel von dem Zeug, was man erleben kann, optional ist. Man muss das ja gar nicht alles machen. Man muss das, ungefähr die Hälfte der Bosse muss man wirklich auch machen. Da finde ich es von der Aufteilung her ganz schön, wenn man das ein bisschen aufweicht, dadurch, dass man eben die optionalen Sachen eben auch mal einstreut zwischen den ganzen Pflichtsachen. So, ich renne hier an dem einfach wieder vorbei. So, wieder in der Werkstatt der Heiligen Kirche. Was ich gar nicht im Laden nochmal speziell jetzt erwähnt habe, das Feuerpapier, davon haben wir auch schon ein bisschen von Alfred bekommen und in Alt Yharnam gefunden.
Durch das Strahlenschwert-Jägerabzeichen ist das Feuerpapier jetzt einfach auch im Laden verfügbar. Falls sich jemand wundert, warum das da jetzt auch ist. So, ich nehme eine Fackel. Letztes Mal sind wir einfach hier an der Stelle runtergesprungen. Bei den Seilen. Jetzt gehe ich mal auf der anderen Seite runter, weil da sieht man schon Gegenstände. Und wenn man einfach durch die Tür hier reinkommt, was man natürlich machen kann, dann ist der Weg ein bisschen kürzer. Dann kommt man aber nicht mehr an diese Gegenstände ran. Und das würde ich ja, wie gesagt, schon ganz gerne versuchen. So, das ist natürlich alles ein bisschen trickreich. Man sieht hier auch immer überall Blutflecken. Das kann man sich auch immer einfach mal ansehen, was die Spieler so gemacht haben. Könnte man, das lädt gerade einfach nicht. Naja. Weil haben wir letztes Mal ja auch schon sehr eindeutig gesehen. Die Gefahr liegt hier natürlich auch darin, dass man irgendwo falsch abspringt und in seinen Tod stürzt. So, hier gibt es nämlich einen Botenzylinder. Ist eigentlich auch nur so ein Kosmetikgegenstand für die Boten. Hut den Boten seltsam gern haben. Ein Zylinder macht jeden Gentleman in Yharnam vollkommen. Den letzten Absatz lese ich gar nicht vor, weil das eigentlich immer dabei steht. Ist einfach dafür da, das kann ich den Boten in den Baumstamm im Traum geben, im Traum des Jägers. Und dann tragen die in Zukunft Hüte, also die von mir, wenn ich eine Nachricht schreibe oder die an meiner Laterne. So. Hier ist es auch wieder ein bisschen schwierig, aber ich probiere das mal hier. Okay. Wissen eines Verrückten. Das haben wir ja auch schon ein paar. Ich weiß nicht, ob man es zu Hause bei euch hören kann, aber man hört hier bereits das Knurren von irgendwelchen Monstern. Da drüben ist die Tür, durch die wir letztes Mal gegangen sind. So, ich probiere mal hier so runterzukommen. Puh, das war knapp, aber es hat geklappt. Okay, jetzt sind wir eigentlich schon ganz unten. Hier unten ist einfach ein sehr großer leerer Raum. Und was hier knurrt, kann man da drüben schon sehen an der Tür. Da sitzt eine Bestie. Das ist eine ganz besondere Art von Bestie, die findet man zumindest außerhalb der Labyrinth-Dungeons nur hier. Das ist das einzige Mal, dass man sie sieht. Deswegen mache ich das. Also man kann ihr natürlich jetzt einfach in den Rücken stechen, weil sie sitzt mit dem Rücken zu uns an der Tür. Das ist wieder dafür gemacht, dass man da so eine Eingeweide-Attacke anbringt. Ich werde jetzt aber einfach mal ein bisschen provozieren. Ich glaube, dafür rüste ich dann auch mal den Flammensprüher aus. Und wir gucken mal, was die so macht, weil die kann nämlich auch ein bisschen besondere Sachen. Die ist ziemlich groß und hat Hörner. So. Eigentlich mal sehen, genau sowas kann die nämlich. Die kann ein bisschen Angriffe mit Feuer. Ich hoffe mal, jetzt macht die auch noch mal was Eindrucksvolleres. Nein, sie schlägt eine Welt um sich. Ha, die will irgendwie nicht so richtig. Die kann eigentlich auch so Feuerbälle werfen, aber ich mach's jetzt einfach mal tot. Man hat ja schon gesehen, dass sie auch Feuer beherrscht. So, wir kriegen von ihr eine neue Rune. Ich schaue sie jetzt mal nochmal genauer an. Die hat so richtig ein gewundenes Geweih und sieht sonst eigentlich auch sehr wolfsartig aus. Also ein bisschen wie diese Seuchenbestien, also die klassischen Werwölfe, wie auch der erste Gegner im Spiel, aber viel größer und dürrer irgendwie. Also es scheint schon was Besonderes zu sein. Und sie hat eben auch eine Rune fallen lassen. Die können wir auch mal anschauen. Die Bestie-Rune. Carol Bergenworths Runenschmied hinterließ dieses Symbol. Eine Abschrift des Brüllens der Labyrinth-Bestie. Träger der Bestie-Rune haben verbesserte vorübergehende Transformationseffekte. Bestie ist eine der frühen Carol-Runen und auch eine der ersten, die als verboten galt. Die Entdeckung des Blutes brachte die Entdeckung unerwünschter Bestien mit sich. Da steht jetzt schon dabei, dass das eine Labyrinth-Bestie ist. Also das deutet, glaube ich, schon darauf hin, dass diese Bestie aus dem alten Labyrinth kommt. Was dieses ganze vorübergehende Transformationseffekt ist, bedeutet eigentlich, dass ich dadurch von den, wie nennen sie sich, Bestienbluttabletten einen besseren Effekt bekomme. Das ist eine der frühen Carol-Runen, dass die verboten wird. Finde ich auch ganz interessant. Also offensichtlich sind diese Runen teilweise einfach verboten. Und das ist eine Bestienrune. Bestien sind hier eigentlich der schlimmste Feind der Gesellschaft.
Also ist es wahrscheinlich da der Zusammenhang, dass sie verboten sind, weil sie das Dasein der Bestien oder die Nähe zu den Bestien irgendwie unterstützt. So. Gucken wir mal, was hier hinter der Tür liegt. Einfach kleine Gässchen. Wir sind jetzt in der Stadt ziemlich weit unten. Ist ein bisschen düsterer hier. Aber hier kann man auch mit Leuten reden. Eine verfluchte Nacht. Eine Nacht, an die man sich erinnern wird. Meint ihr nicht? Das ist jetzt nicht der Erste, der darauf hinweist, dass es diese Nacht, die ganze Jagd, was scheinbar Besonderes ist. Aber da werde ich auch nachher nochmal drüber reden. Da oben hängt ein Schild, sehe ich gerade. Das habe ich mir noch nie genau angeguckt. Ist einfach eins von den Schildern, die irgendeine Art Laden markieren. Aber ich erkenne da jetzt nicht wirklich, was das sein soll. Wäscherei vielleicht. So. Hier gibt es dunkle Gässchen, überall. Da hinten kommen auch schon wieder irgendwelche Leute auf der Jagd. Ich gehe jetzt auch bewusst nicht davor, weil da wartet natürlich auch wie immer eine Falle auf einen. Das ist jetzt auch eine, mit der ich so nicht einfach umgehen will. Deswegen warten wir mal kurz, bis die Leute kommen. Oder ich lock sie einfach direkt an. Die tragen auch schon ganz andere Kleidung. So, was mit dem? Der weiß nicht so richtig, wie er an diesen Kisten vorbeikommen soll. Der ist auch schon sehr, sehr weit transformiert. Und die tragen eben eher so. Ja, die tragen eigentlich Kleidung, die man später im Spiel auch finden kann. Das nennt sich das Metzger-Set, glaube ich, oder das Schlachter-Set. Mit so einer Schürze und eben auch. Also man sieht, die haben so eine Ledermaske auf. Und trotzdem sind sie drunter auch schon völlig mutiert. Also sie sind auch schon sehr nah am Bestiendasein. Ich gehe jetzt hier diese kleine Gasse da hinten mal lang. So, hier sind mal wieder Raben. Da wartet auch schon der nächste, bevor ich den Gegenstand aufhebe. Ich kann mich echt an diesen Flammensprüher gewöhnen. Weil hier liegen auch noch mal ein paar Gegenstände, die nehmen wir erstmal mit. Nämlich knittriger Jarnemhut und verschwitzte Kleider. Gewöhnliche Jarnemkappe. Sie ist ziemlich abgetragen und verliert langsam ihre Form. Und gewöhnliche Jarnemkleidung. Sie ist ziemlich abgetragen und feucht von Schweiß. Ich ziehe das einfach mal an. Da sieht man schon, das ist die Kleidung, die hier die Dorfbewohner ganz oft tragen. Wenn ich jetzt eine Axt und eine Fackel hätte, dann könnte ich mich einfach unter die Dorfbewohner mischen und tun, als wäre ich einer von denen. Ich glaube zwar nicht, dass sie darauf reinfallen würden, aber ich könnte es ja mal versuchen. So, und die Falle, die hier steht, ist der da. So ein riesiger Typ mit einem Sack auf dem Rücken. Das ist ein ziemlich unangenehmer Zeitgenosse. Aber ich probiere mich jetzt einfach mal mit dem anzulegen. Ich versuche den zu töten, bevor er mich tötet, natürlich. Ah. Kann aber sehr gut sein, dass es so nicht klappt. Der versucht, wenn er zu viel Leben verloren hat, versucht er sich quasi mit einem Verstärkungszauber aufzupumpen und dann ist er noch viel schlimmer. Ihr habt schon gesehen, wie viel Leben der hat. Ich musste jetzt drei von den Eingeweide-Attacken an dem ausführen. Oh Gott, und hier kommen schon die nächsten Gegner. Okay. Das ist ein sehr unangenehmer Zeitgenosse, der Mann mit dem Sack auf dem Rücken. Werden später auch nochmal Thema. Die erscheinen an verschiedenen Stellen im Spiel, wo wir bisher auch schon waren, gerade im Kathedralenbezirk auch. Nachdem die bluthungrige Bestie besiegt ist, erscheinen die da einfach und sind dann eben da. Da werden wir bestimmt später noch ein paar treffen.
Und wenn man das zulässt, dass die sich mit ihrem Zauber verstärken, dann wird es ziemlich unangenehm, gegen die zu kämpfen. Deswegen habe ich den jetzt einfach versucht, so schnell wie möglich irgendwie kaputt zu machen. Wenn später auch nochmal richtig gegen welche kämpfen, dann sieht man die auch mal gescheit. Aber jetzt gerade ist es noch zu gruselig für mich. So. Weiter geht's. Also jetzt sind wir hier einfach im Kreis gelaufen. Das ist hier ein relativ kleines Gebiet nur. Da drüben geht es dann wirklich konkret weiter. Hier gibt es aber auch noch was zu holen. Hier gibt es was Interessantes zu entdecken. Nämlich das da. Ich schaue auch noch mal kurz mit dem Fernrohr hin. Da sitzt so ein dürrer Kerl, auch mit einer Kapuze. So ein Typ mit Tentakeln im Gesicht. Ich erstech den jetzt einfach mal, weil auf den habe ich auch keine Lust. Okay, hier ist ein Blutedelstein, da kümmern wir uns gleich drum. Jetzt versuche ich erstmal, ob ich hier die Leiche umdrehen kann, damit wir uns das Gesicht von dem mal angucken können. Schade, irgendwie diese Rectal-Physik ist gerade nicht so ganz auf meiner Seite. Ah, jetzt. Es ist so ein Kerl, mit dem so Tentakeln aus dem Mund kommen. Also so ein typischer Brainsucker, wie die Illithids bei Dungeons and Dragons zum Beispiel. Das ist ja mittlerweile auch so ein ganz klassisches Fantasy-Monster. Tentakelgesichtige Typen aus dem Untergrund, die einem das Gehirn aussaugen wollen. Die trifft man auch ein paar Mal im Spiel. Spätere haben halt auch so eine Griffattacke, wo sie dann versuchen, einem Einsicht auszusaugen. Also das machen die dann auch. Dann kriegen sie so einen riesigen Tentakel aus dem Kopf, rammen den einem in den Kopf rein und man verliert eine Einsicht. Das wird bestimmt noch ein paar Mal passieren im Spiel, deswegen habe ich das jetzt nicht gezeigt. Weil mir gerade zu wichtig war, jetzt einfach nicht zu sterben. Die sind, finde ich, der erste Hinweis, der erste konkrete Hinweis darauf, dass es hier um mehr geht als nur um Werwölfe. Aber dadurch, dass es eben so ein ganz klassisches Fantasy-Monster ist, ignoriert man, also nicht ignoriert man das nicht, aber erfasst das dann vielleicht auch gar nicht so ganz, sondern denkt halt, ja, okay, das ist einfach irgendein so ein Gegner, kennt man ja, macht man sich dann eigentlich erstmal gar nicht so Gedanken drum. So, was wir gefunden haben bei der Leiche ist dieser Feuerblutedelstein. Über Blutedelsteine werde ich bestimmt heute auch noch ein bisschen reden. Der hier hat halt den Clou, dass er Feuerangriff erhöht. Das sieht man in der Mitte, sieht man immer in dem Fenster, was für Effekte die Edelsteine haben. Und Feuerangriff ist, weil es eben Feuer ist, skaliert natürlich mit dem Arkanwert. Das heißt, für uns ist der natürlich sehr interessant, weil wenn ich den in eine Waffe einsetze, dann macht die Feuerschaden und als Arkan gewerteter Charakter ist das natürlich ideal, dann, weil eine Waffe, die physischen Schaden macht, macht einfach sehr, sehr wenig Schaden, wenn man selbst keine hohe Stärke oder ein hohes Geschick hat. Kurz gucken. Ja. Okay, hier geht's weiter. Das ist ein kleiner Fahrstuhl einfach. Und es ist hier auch extra so gestaltet, dass ich auf einem. Jetzt bin ich quasi im Kathedralenbezirk wieder. Dann komme ich aus so einem kleinen Balkon raus. Und es gibt keine Möglichkeit, runter zu klettern. Das heißt, ich muss runterspringen. Das bedeutet, ich kann in dieses Viertel unten eben nur wieder rein, indem ich extra wieder durch die Werkstatt der Kirche gehe. Das ist ganz schlau so gemacht. Deswegen überlege ich mir halt unten auch zweimal, ob ich mich mit den Gegnern anlege oder nicht. Weil wenn ich einfach durchrenne, kann ich nicht einfach schnell zurückgehen, sondern muss wieder den ganzen Weg machen, falls ich irgendeine Beute verpasst habe. So, hier kann man ein Tor aufmachen. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Mit denen lege ich mich aber nicht an, sondern klettere hier erstmal die Leiter hoch. Dann sieht man vielleicht auch gleich, wo wir jetzt sind. Sieht man hier jetzt noch nicht, aber so ein kleiner heller Turm. Da drüben ist die Sonne. Betäubender Nebel. Das gucken wir doch erstmal an, weil das ist auch ein ganz interessanter Gegenstand. Werfen für eine Nebelwolke, die die Lebensessenz eines Jägers betäubt und die Erneuerung der GP verhindert, wird angeblich von den Blutjägern von Kanehurst verwendet. Das geheime Rezept wird von den Adligen, die im Schloss leben, streng bewacht. Kanehurst haben wir, glaube ich, noch nie gehört in dem Spiel bisher. Bin ich mir nicht sicher, ob Alfred vielleicht davon geredet hat. Ich werde aber später, also Kanehurst wird natürlich auch später nochmal ein richtig großes Thema. Der Gegenstand liegt hier auch nicht zufällig. Der liegt vielleicht nicht unbedingt so sehr aus irgendwelchen storytechnischen Gründen hier, aber es ist ein Gegenstand, der verhindert, dass Gegner sich heilen. Der liegt hier natürlich, weil ich wahrscheinlich, wenn
wenn ich jetzt einfach weitermache in dem Gebiet, demnächst Gegner treffen werde, die sich heilen können. Und das ist natürlich ein Gegenstand, der das verhindert, gar nicht blöd. So. Ist hier so ein kleiner Turm, das da drüben, dieses Gebäude, dieser große achteckige Turm, das ist die Werkstatt der Kirche. Da waren wir gerade drin, da sind wir durchgelaufen. Der ist da hinten einfach abgeschnitten, aber ich glaube, es ist ein Grafikfehler. So. Und in die Richtung oben, das sieht man jetzt natürlich überhaupt nicht, liegt die große Kathedrale, zu der wir eigentlich wollen. Und das hier vorne, direkt vor uns, ist die Ödenkapelle. Und da gehe ich jetzt auch einfach mal hin. Also diese Treppe hier unten, da waren wir tatsächlich schon mal. Wir haben hier unten auf dem Platz, wo diese beiden Typen da stehen, das Holzschild gefunden, den Holzschild. Und jetzt haben wir das Tor hinter denen aufgemacht. Und über die Leiter kommt man eben hier aufs Dach. Und ich bleibe jetzt mal hier auf dem Dach, weil hier gibt es auch noch Gegenstände. Nämlich ein schwarzer Botenzylinder. Hut den Boten seltsam gern haben. Symbol der Präventivhenker der heilenden Kirche. Das ist jetzt überhaupt kein Zylinder. Ich weiß nicht, warum der Zylinder heißt. Das ist so ein Hut, den die tatsächlich die Kirchenmitglieder viel tragen. Es gibt auch extra ein Kleidungsset, was so aussieht. Und da wir den Charakter ja wie ein Kirchenmitglied spielen wollen, werde ich den wahrscheinlich auch benutzen. So, ich gehe jetzt mal zurück in die Kapelle. Die Gegner ignoriere ich. Weil jetzt wollen wir mal zurück in den Traum. Präventiv heißen die, das erfährt man natürlich mehr darüber vom Set der Kirche selbst, aber weil es halt jetzt einfach auch gerade schon mal hier Thema war, die sogenannten Henker der heilenden Kirche, also ich wüsste jetzt nicht, dass die im Englischen auch Henker heißen, da heißen sie glaube ich quasi Jäger der Kirche, sind sowas wie Ärzte, würde man es jetzt im weitesten Sinne nennen. Die versuchen aber einfach nur zu verhindern, dass die Seuche weiter um sich greift. Also einfach die Präventivmaßnahmen zu treffen, was im meisten Fall einfach bedeutet, wenn jemand infiziert ist, den aus dem Verkehr zu schaffen. Macht ja irgendwie auch Sinn, dass wenn man eine Seuche verhindern will, alle, die davon infiziert sind, einfach wegschafft. Ist allerdings auch sehr brutal. Oh, German sitzt hier unten im Garten. Dann können wir mal mit dem reden. Ich glaube, der schläft. Ja, der schläft. Ich nutze das mal, um hier kurz das Licht anzumachen. Oh, Lawrence, was hält euch so lange auf? Ich bin zu alt. Ich fürchte, ich bin zu nichts mehr nütze. Okay. Der schläft und redet im Schlaf von Lawrence. Das ist ein Name, den haben wir bisher eigentlich auch noch gar nicht gehört im Spiel, glaube ich. Ich glaube, ich habe nur schon mal kurz drüber geredet letztes Mal. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Charakter, aber das wird sich noch zeigen, warum German von Lawrence redet, woher die sich vielleicht kennen, wer Lawrence eigentlich ist. Wo ich eigentlich hin wollte, ist hier zu den Stumpfboten, weil wir können ihnen jetzt auch andere Hüte geben. Ich gebe dir mal diesen schwarzen Botenzylinder, den wir gerade gefunden haben. So ein schwarzer Hut einfach mit so einem, mit einer Kapuze dran. Das ist im Grunde genommen, was die ja, die Jäger der heilenden Kirche meistens tragen. Also die heilende Kirche hat natürlich ganz viele verschiedene Arten von Jägern. Das sind aber die, ich glaube, die nennen sich einfach die schwarzen Kleriker oder sowas. Werden wir sehen, wenn wir das Set von denen finden. So, bei denen habe ich mir auch überlegt, kaufe ich einfach mal kurz diese beiden Glocken hier. Also wenn ich die eine kaufe, dann wird die andere auch verfügbar, dann kaufe ich die auch gleich. Da werde ich nämlich gleich auch noch ein bisschen drüber reden, sonst ist hier nichts. Und was ich jetzt hole ist, zumindest mein Plan ist es, dieses Set hier zu kaufen. Das kann ich mir jetzt natürlich gar nicht leisten, was aber ein wenig der Clou ist, weil wir haben letztes Mal die Kleidung der Puppe gefunden und die werden wir ganz bestimmt nicht tragen. Die kann man sehr, sehr teuer verkaufen, wie ihr seht. Für insgesamt, ich glaube, 35.000 Echos. Und das ist extra so teuer gemacht, weil alle andere Kleidung ist ja sehr, sehr verhältnismäßig billig. Also die bringt ja fast nichts. Und die von der Puppe bringt halt einfach unglaublich viel.
Das spricht bestimmt auch Bände darüber, ob diese Kleidung wichtig ist für die Bartboten. Ich glaube, rein spieltechnisch ist es, damit man sich, falls man das Geheimnis von diesem von der anderen Werkstatt findet, dass man da auch eine richtig ordentliche Belohnung für kriegt. Falls man das Set nicht tragen will, aber werden wir mit dem Charakter eh nicht machen. Jetzt kaufe ich einfach dieses Set komplett. Und schmeiß damit alle Echos wieder zum Fenster raus. Und was ich auch kaufen will, ist eine Handlaterne. Brauchen wir nämlich natürlich auch mal. Weil jetzt kann ich endlich mal wieder die Kleidung wechseln in ein Set, was noch mehr nach Kirche aussieht. Und mir persönlich auch sehr gut gefällt. Also haben wir hinten diesen Schal der Kirche, das ist ja quasi deren Symbol. Eine ganze Rest bestückt mit irgendwelchen Gegenständen, die man wahrscheinlich mal braucht, kleine Werkzeuge und sowas. So, die Handlaterne packe ich auch einfach mal hier rein. Die kann man quasi einfach aktivieren und dann hat man eine kleine Laterne und muss nicht immer die Fackel tragen, wenn man Licht braucht. So, der Plan jetzt wäre, dass wir uns mal diese Kelchverliese anschauen. Da gibt es hier diese Grabsteine. Das ist ein besonderer davon. Man sieht auch, dass auf dem Grabstein eine Form von der Jägerrune ist. Sie sieht aber wirklich eher aus wie der Erhängte, die Tarotkarte. Hier auch. Hier sieht man auch wirklich, dass es eine Person ist, die da einfach kopfüber hängt. Ist hier wirklich auf einigen drauf, aber nicht auf allen. Am interessantesten finde ich es eigentlich bei dem hier ganz oben. Also diese Rituale, Altare, die haben keine tiefere Bedeutung, in welcher Reihenfolge die hier stehen. Aber auf dem hier ist dieses Symbol eben tatsächlich schematisch der Erhängte von der Tarotkarte der Erhängte. Habe ich ja schon mal von geredet, dass das Jägermal wahrscheinlich eine Anspielung darauf ist. Aber ich glaube, das werden wir gleich machen, weil ich gehe jetzt mal in eins von diesen Kelchlabyrinthen. Verwende den Ritualaltar, um ein Kelchverlies mit einem Kelchritual zu erstellen oder nach Kelchverließen von Jägern in anderen Welten zu suchen. Also ich kann auch einfach hier in andere Labyrinthe reingehen von Leuten, aber nur eigentlich in Labyrinthe, die ich selbst auch schon mal erstellt habe. Und ich habe noch nie eins erstellt, deswegen mache ich das jetzt mal. Man sieht hier oben die einzelnen Kategorien von Kelchen. Also wir haben den Dumeru-Kelch von der bluthungrigen Bestie gefunden. Und es gibt noch Hintergrab und Loran und Ists. Das können wir erstellen. Da steht hier links, was für eine Art wir machen. Geteiltes, festes Verlies bedeutet quasi, dass es nicht zufällig erstellt ist. Das kann man auch machen, können wir jetzt aber noch nicht. In der Mitte sieht man die Materialien, die man braucht. Also wir jetzt 1000 Blutechos und 2 Ritualblut. Die Ritualblut haben wir auch in Aldianum gefunden. Und ganz rechts, die Ritusmaterialien sind erst viel, viel später im Endgame wichtig. Dann kann man noch Zusatzriten vollführen, damit in diesen Verließen Flüche auf einem lasten. Wie zum Beispiel, dass man nur halbes Leben hat, dass die Gegner alle stärker sind, dass mehr Gegner erscheinen, so ein Zeug. Machen wir alles nicht. Wir machen einfach einen ganz normalen Dungeon. Ohne viel drumherum. Dann steht hier der Kelch. So, das Verlies kann nun erkundet werden. Sieht man hier auch, sind ein paar Boten, die beten diesen Kelch an. Ganz witzig finde ich das auch, wenn man sich den Kelch mal anschaut. Das ist hier so ein goldener Krug. Und das hier ist der Kelch, den wir dafür benutzt haben. Der sieht quasi fast genauso aus. Also er ist natürlich bei weitem nicht so detailreich hier. Aber es ist eigentlich dieser Kelch, weil man findet später auch andere Kelche, die eben auch anders aussehen. Oder da ist eben dann auch die Grafik vor diesem Altar dann einfach eine andere. So, ich wechsle hier mal ein bisschen, was wir eigentlich alles an Zeug benutzen. Muss man ja auch nicht machen. So. Und hier kann ich jetzt rein. Da sind jetzt unglaublich viele Informationen festgehalten auf der rechten Seite. Die Tiefe bedeutet im Grunde genommen den Schwierigkeitsgrad. Das geht von 1 bis 5. 1 ist das einfachste, 5 ist das schwierigste. Und ganz unten steht eben auch der Ersteller. Das wäre jetzt ich, aber da ich das bin, braucht er ja nichts zu stehen. Privatsphäre heißt, dass theoretisch andere Spieler auch in diesen Dungeon rein können. Dann sind die nicht wirklich bei mir. Es ist so wie in einem gleichen, wenn im Zentrum von Janem ein anderer Spieler rumläuft, dann sehe ich ja auch ein Schemen da rumlaufen oder die Blutflecken auf dem Boden. Das Kelch-Symbol wäre quasi wirklich für konkret jetzt diesen Dungeon. Das ist alles ein bisschen ausufernd. Da brauchen wir uns erstmal gar nicht mit beschäftigen. Für uns ist nur wichtig, wir können da jetzt einfach mal rein. Und diese Verliese sind, habe ich glaube ich auch schon mal angerissen, so ein bisschen der, so vom Design her, der schwächste Teil von Bloodborne. Es ist ein bisschen langweilig gestaltet. Also die Verliese selbst machen bei weitem nicht so viel her wie die normalen Level. Das Kampfsystem ist natürlich toll, aber es geht im Grunde nur ums Kämpfen in diesen Verliesen.
So, Tumarianisches Labyrinth. Die Räume sind schön gestaltet, aber es sind halt immer gleiche Räume, die irgendwie eigentlich zufällig aneinander gesetzt wurden. Es gibt eine ganze Reihe von denen, die sind nicht zufällig, die sind wirklich fest, so wie der, wo wir jetzt drin sind. Da gibt es insgesamt 10 verschiedene Verliese mit jeweils 3 Bossen. Oder einer hat 4 Bosse, aber das ist ja nicht wichtig. Wo man dann im Grunde genommen einfach immer das Gleiche macht, nämlich größtenteils einfach versuchen, zu den Bossen zu kommen und die zu besiegen. Dadurch wirken die natürlich ein bisschen dröge, weil es eben einfach nicht dieses schöne Design gibt, was andere Gegenden einfach haben. Weil ich meine, das Zentrum von Yharnam oder Alt-Yharnam sind ja total verworren. Hier ist es einfach nicht so. Es sind meistens ein bisschen viereckige Räume. Es gibt so 10 bis 20 verschiedene Arten von Räumen, die halt in einfach verschiedene Anordnungen dann zusammengesetzt werden. Es gibt immer am Anfang eine Lampe. Das ist jetzt hier die hier. Also das gerade war quasi die Lampe vom Anfang des Dungeons. Das ist die Lampe von Ebene 1. Es gibt immer 3 Ebenen in jedem Dungeon. Auf jeder Ebene muss man eben, da drüben sieht man sie schon, eine Tür mit, was haben wir jetzt gemacht, ja, eine Tür mit so 2 blauen Lampen finden und irgendwo einen blauen Hebel finden, mit dem man diese Tür dann öffnet. Und dann kann man da durch und da zum Boss gehen. Das ist relativ simpel. Ich werde da jetzt gar nicht viel drauf verwenden, diesen Dungeon komplett irgendwie, jede Tür davon abzusuchen. Wir sind so vom Level her vielleicht ein klein bisschen niedrig. Das sehen wir dann, wenn wir bei einem Boss stehen. Ja, ist eigentlich ganz okay. Ich werde den jetzt größtenteils einfach diesen Dungeon das Nötigste davon durchmachen, weil es ist wirklich einfach nicht sehr spannend. Also klar, es ist spannend, das alles hier mal zu sehen. Aber ich glaube, wir sehen auch so genug. Ich nehme auch jetzt nicht jede Beute mit, weil das braucht man gar nicht. Viel von der Beute, die man hier findet, ist vor allen Dingen Ritualmaterial, um eben weitere von diesen Dungeons aufzumachen. Das ist so ein bisschen, das heißt, du machst den einen Dungeon durch und dann kriegst du quasi den Kram, um den nächsten durchzumachen und so weiter. Was hier interessant sind, hier sind so Gegner erstmal, die sehen ein bisschen aus wie Zombies. Hier gibt es auch welche in Rot. Die sind beschworen worden von dem Gegner hier. Die kommen auch unendlich nach. Das heißt, ich töte den Gegner, der ihn beschwört. Das ist diese Frau mit der Glocke hier. Und dann verschwinden die auch wieder. Ah, aber die Gegner, die natürlich nicht von ihr beschworen sind, verschwinden nicht, wie zum Beispiel der da. Man sieht es hier an der Wand so ein bisschen. Da ist auch nochmal ein Bild von diesem... Ja gut, das sind eigentlich im Grunde genommen die Altare, die auch im Jägertraum stehen. Da sind einfach sehr viele Bilder von dem Mahl des Jägers drauf und sowas. Und das ist im Grunde genommen, worum es jetzt eigentlich auch ein bisschen gehen soll. Ich dachte mir, werden wir diesen Dungeon hier durchmachen, weil er ist ja ein bisschen dröge. Es ist eigentlich nur gegen haufenweise Gegner kämpfen. So kleine Zombieartige hier. Oder eben auch so riesige Typen, die noch nie in ihrem Leben das Tageslicht gesehen haben. Währenddessen können wir über irgendwelche interessanteren Themen reden. Was ich mir zum Beispiel überlegt habe, was ein sehr interessantes Thema ist, ist, wer sind eigentlich die Jäger? Das finde ich ein sehr wichtiges Thema. Guten Morgen. Weil da wird ja eigentlich relativ wenig drüber geredet, wer diese ganzen Jäger sind. Wir haben ja bisher schon ein paar davon auch getroffen. Ich meine, wir sind ja auch selbst ein Jäger. Na komm. Und ich stelle da jetzt einfach mal eine Behauptung auf, von der ich jetzt nicht sagen kann, wie richtig die wirklich ist, aber ich habe da ein bisschen das Gefühl, dass es so verkehrt nicht ist, dass jeder einzelne Jäger, den man im Spiel trifft, also die erkennt man ja daran, dass sie im Grunde auch so ein Charaktermodell haben wie wir, jeder einzelne von denen war auch mal an den Traum des Jägers gebunden, behaupte ich jetzt einfach mal. So, bevor ich damit weiterrede. Hier ist dieser riesige Typ. Hier ist der Hebel, den wir ziehen müssen. Ich mache mich aber erstmal an den Typen hier ran. Oh Gott. So. Die sind ein bisschen eklig. Die haben so eine ganz blasse Haut. Im Future Press Guide steht über die hier zum Beispiel, dass die tatsächlich auch einfach noch nie das Tageslicht gesehen haben und immer in den Labyrinthen einfach nur Wächter spielen. Dieses Labyrinth hier wird offensichtlich sehr gut bewacht, wie man sieht. So, ich war jetzt gerade bei den Jägern. Wir haben es jetzt
im letzten Teil hat die Puppe zum Beispiel schon mal erzählt, dass die ganzen Grabsteine im Traum des Jägers, bis auf eben den besagten einen, den wir im letzten Teil nochmal besonders hervorgehoben haben, dass die alle an ehemalige Jäger erinnern, die schon mal im Traum waren. Und es sind ja richtig viele, haben wir gesehen, wie viele das sind. Es hat auch ein Spieler mal nachgezählt und ich glaube auf Reddit oder so gepostet. Ich habe es nur mal in einem Lore-Video gehört. Ich glaube, es war in einem Lore-Video von Redgrave, dass das irgendwie über 100 verschiedene Gräber sind, die da im Traum des Jägers rumstehen. Das heißt, es gab wirklich schon eine riesige Menge an Jägern im Laufe der Zeit. Über die Zeitlinie selbst von der Welt von Bloodborne weiß man halt leider nicht sehr viel. Also man weiß ungefähr, in welcher Reihenfolge was passiert ist. Man weiß aber nie genau, wie viel Zeit da jeweils dazwischen vergangen ist. Weil jetzt zum Beispiel sowas wie Alt-Janem wird immer beschrieben, als wäre das sonst wie lange her. Aber wenn man da runtergeht, da brennt es ja eigentlich immer noch. Also ich meine, das wäre sonst wie lange her, dass das verbrannt ist. Aber wenn man da hingeht, brennt es da ja immer noch. Da ist dieser Jäger, der die Bestien verteidigt, wenn der da dabei war, als diese Stadt niedergebrannt wurde und jetzt da noch ist, um die zu verteidigen, dann kann das ja so lange am Ende nicht her sein. Also sagen wir 50 Jahre vielleicht maximal. Ich weiß nicht, weil der ist schon alt, der da steht, aber so alt ist er am Ende auch wieder nicht. Also er hat graue Haare, aber er ist halt nicht alt und gebrechlich. Ich weiß nicht, wie alt die... Also es ist halt auch schwer zu sagen. Man weiß halt auch einfach nicht, wie alt die Leute in Bloodborne werden, weil es gibt eben dieses heilende Blut. Und ob das jetzt jedes Gebrechen des Alters heilt, weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht schon. Also so, bevor es weitergeht, kommen wir mal zum ersten Boss des Dungeons. Das ist ein bisschen ein unschöner Boss. Das ist nämlich ein Riese. Ah. Der könnte eigentlich direkt aus Dark Souls 2 sein, weil der hat Hitboxen, die sind unheilig. Ah, ich kann aber auch einfach nicht ausweichen. Das ist natürlich auch ein Problem. Also, wir hatten ja auch Riesen schon gesehen im Kathedralenviertel. Ach, ja, ich bin ein bisschen abgelenkt gerade, aber der macht mir auch immer mehr Probleme als eigentlich jeder andere Boss im Spiel, weil ich irgendwie auf die Schlagfrequenzen von dem nicht so ganz klarkomme. Ist aber auch nicht so wichtig. Also, ich war gerade dabei. Wir haben bei der Zeitlinie von Bloodborne ja das Problem, dass wir nicht wissen, wie viel Zeit vergangen ist. Aber was wir von der Zeit her mit Sicherheit sagen können, ist, dass das Spiel selber, alles, was wir als Jäger durchmachen, ist eine Nacht. Also wir haben ja jetzt auch schon gesehen, wie die Nacht sich fortgesetzt hat. Und ich erzähle es einfach jetzt auch mal. Das wird zum Ende des Spiels nicht so, dass da mehrere Tage vergehen. Das ganze Event hier läuft innerhalb einer einzigen Nacht. Da kann es jetzt natürlich sein, dass irgendwie die Zeit ein bisschen unklar ist, verschoben ist. Wir wissen ja jetzt nicht, ob unser Jäger da jetzt wirklich tatsächlich dann eben nur die, ich weiß nicht, 8 Stunden einer Nacht. Also okay, es fängt ja mit dem Abendrot an, aber kann natürlich gut sein, dass einfach in Wahrheit einfach die Zeit irgendwie ein bisschen verschoben ist durch den Effekt, der uns auch am Leben erhält, weil wir werden durch den Traum des Jägers ja im Grunde immer wieder belebt. Bin mal ein bisschen vorsichtiger. So. Kann natürlich echt, wie gesagt, sehr gut sein, dass mehr als einfach nur die paar Stunden vergehen, dass in Wahrheit einfach viel mehr Zeit vergeht. Wissen wir aber einfach nicht. Das heißt, man muss einfach davon ausgehen, okay, es vergeht eine Nacht, was auch immer das jetzt eben konkret heißt. Wenn wir also wissen, dass, was weiß ich, über 100 Jäger bisher existiert haben und die, wenn wir einfach mal davon ausgehen, alle wie wir eine Nacht lang eben so ein Jäger war, der dann quasi unsterblich ist, dann können das ja theoretisch innerhalb eines Jahres schon locker 360 Jäger gewesen sein. Weiß man jetzt einfach nicht so genau. Das heißt, es kann natürlich entsprechend sehr einfach so viele Jäger gegeben haben, wie es da Gräber gibt,
Das heißt, irgendwas müssen die auch gemacht haben. Es wurde jetzt schon ein paar Mal betont, dass diese Nacht, in der wir uns gerade befinden, anders ist als die anderen Nächte. Weil wir haben ja scheinbar einen Auftrag, der ganz schön gemein ist. Also ich meine, unser Auftrag ist ja im Grunde genommen, die Quelle der Seuche zu beenden. Das ist ja schon eine ganz schön große Ansage, um ehrlich zu sein. Das kann, wenn es ein Auftrag wäre, den jeder Jäger bisher gehabt hätte, dann gäbe es die Seuche ja vielleicht nicht mehr. Vielleicht sind wir aber auch der erste Jäger, der überhaupt eine Chance hat, das auch wirklich zu schaffen. Vielleicht haben das alle anderen auch versucht und nicht geschafft. Das ist nicht ganz klar. Es kann natürlich sehr gut auch sein, dass alle anderen Jäger einfach einen ganz, ganz anderen Auftrag hatten als wir. So. Oh, wow. Okay. Stresst mich ein bisschen dieser Boss hier. Es dauert sehr lange. Und es ist ja eigentlich der erste Boss in diesem Dungeon. Aber ich finde ihn mitunter einen der schwersten. Oh, jetzt habe ich... Hier sieht man mal schön, der hat Kerzen auf dem Rücken. Okay. Okay, das war's. So. Also, Opossum Girl schreibt gerade, ja, es ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber in Träumen vergeht die Zeit ja anders. Und das sehe ich genauso. Natürlich befinden wir uns großteils auch in der Wachwelt und was in Träumen passiert, passiert ja zumindest im Bloodborne-Universum auch wirklich. Aber das ist wahr, Träume verzerren die Zeit ja auch ein bisschen. Es kann natürlich sehr gut sein, dass uns das einfach viel länger vorkommt, als es dann wirklich in der Realität passiert, dass wirklich nur eine Nacht vergeht. Es kann natürlich auch sein, dass irgendwas im Gange ist, was dafür sorgt, dass diese Nacht einfach unglaublich lang ist und die Leute realisieren das einfach nicht, weil man, wenn man keinen gescheiten Zeitmesser zum Beispiel hat, dann weiß man das ja nicht. Wir reden ja auch von einer Zeit, wo nicht jeder eine Uhr zu Hause hat. Wenn wir mal ehrlich sind, ist selbst an der Kathedrale keine Uhr dran. Wir haben da zwar so ein riesiges Ziffernblatt, das ist aber keine Uhr, die die Zeit misst, sondern eine astronomische Uhr, aber da reden wir auch ein anderer Mal drüber. Also ist, denke ich, sehr gut anzunehmen, dass es eben, also es gab schon sehr, sehr viele Jäger. Und ich behaupte eben, wie gesagt, dass jeder Jäger, den wir im Spiel treffen, einer ist, der schon mal mit dem Traum verbunden war, so wie wir es waren. Das ist ein bisschen eine gewagte These, vor allen Dingen in der Hinsicht, dass man im Lauf des Spiels natürlich auch rausfindet, wer verantwortlich dafür ist, dass wir an diesen Traum gebunden sind. Und diese Person auch natürlich ein gewisses Interesse daran hat, dass wir unseren Auftrag erledigen. Und es eben auch sehr viele Jäger im Spiel gibt, die für Fraktionen arbeiten, die mehr oder weniger gegen das Interesse dieser Person zu arbeiten scheinen. Zumindest wirkt das für uns, die wir nicht wirklich wissen, was überall passiert. Also zumindest für mich wirkt das sehr so. Wir haben, da muss man natürlich bei jedem Jäger auch überlegen und bei jeder Fraktion auch überlegen, was ist denn deren Ziel? Was könnte der Auftrag dieses Jägers gewesen sein? Es kann aber natürlich auch sein, dass so ein Jäger eben einen Auftrag gekriegt hat, der von dieser Person gegeben wurde, im Interesse dieser Person. Aber, ich muss aufpassen, ich glaube, hier ist eine Falle irgendwo. Ja, das gibt es nämlich hier in dem Dungeon natürlich auch. Die sind einfach so Druckplatten und wenn man da draufläuft, passiert irgendwas Übles. In dem Fall erscheinen, glaube ich, Gegner, das mache ich jetzt nicht. Aber man kann sich ja auch, nachdem man den Auftrag ausgeführt hat oder vielleicht nicht geschafft hat, vielleicht hat man ja auch nur ein gewisses Zeitlimit, also wir als Spieler haben kein Zeitlimit, vielleicht hat aber unser Charakter, der Jäger, ein gewisses Zeitlimit, seinen Auftrag zu erfüllen, bevor die Chance vorbei ist und man einfach vom Traum wieder gelöst wird, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und man kann ja durchaus danach dann was anderes machen. Wir haben ja zum Beispiel Alfred als ein Beispiel, oha, komm, geht lange ran. Der ja auch gesagt hat, oh, er hat auch so angefangen, wie wir angefangen haben. Und dann hat er sich entschieden, ein, was er erst nennt, ein Ekelblutjäger zu werden. Also der jagt die sogenannten Ekelblüter. So, die Frau mit der Glocke ist hier drüben. Ist einfach so eine Frau, die eine Glocke läutet. Und dann kommen, hier sieht man es schön, Gegner aus dem Boden. Wenn man sie schnell genug tötet, verschwinden die Gegner aber auch wieder. Genau. Hier müssen wir auch hin, da ist der Hebel. Oh Gott, da ist ein ganz unangenehmer Zeitgenosse auch. So. Also Alfred war mal so wie wir und dann hat er sich entschieden, was anderes zu machen. Und der arbeitet ja jetzt für eine der Fraktionen der Kirche. Nämlich für die Henker.
oder ist ja auch nicht wichtig, für wen genau er arbeitet, jedenfalls ist es natürlich sehr gut möglich, dass er mal einen Auftrag hatte, der quasi im Interesse der Person war, die uns auch den Auftrag gegeben hat. Gott. So ein riesiger, nackter, rollender Typ. Ich glaube, der macht sich ein bisschen über das lustig, was in Dark Souls immer gemacht wird, im PvP. Das ist quasi der Giant Dad dieses Spiels. Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, was ich mit dem mache. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht richtig, wie ich mit diesem Gegner umgehen soll. Ich besiege die immer nur mit blankem Glück. Aber die töten mich natürlich auch sehr oft. Ah, okay. Man muss es einfach mal versuchen, dann klappt das schon ganz gut. Kannst zumindest Michael jetzt nochmal hinkriegen. Okay, das war nichts. Die machen halt auch sehr viel Schaden, die Typen. Ja. Na komm, trau dich mal was. Okay, wenn man die Gegend ein bisschen für sich ausnutzen kann, dann ist das natürlich auch nicht schlecht. Okay. Ist wirklich einfach komplett nackt. Interessant, vielleicht hat keine Geschlechtsteile. Ich weiß jetzt nicht, ob die einfach nur quasi zensiert sind oder ob der die wirklich einfach nicht hat. Aber das ist so ein richtig riesiger, aufgedunsener, bleicher Typ auch. Wie der andere mit der Keule, den wir gerade schon besiegt haben. So, also wieder zu den Jägern. Ich verliere natürlich dauernd den Anschluss dadurch, dass ich hier gegen irgendwelche Gegner kämpfen muss, aber so ist das. Wir treffen, wie gesagt, im Spiel noch eine ganze Reihe an Jägern und die zeichnen sich meistens dadurch aus, dass die halt viel, viel stärker sind als irgendwelche normalen Gegner. Also, gerade dadurch, dass sie eben auch so klein sind wie wir, sind ja einfach nur ganz normale Menschen, so normal, wie man die Jäger halt nennen kann, die am Ende aber einfach viel, viel mächtiger sind als andere Menschen. Und das liegt, glaube ich, sehr daran, also wir sind ja auch viel mächtiger als andere Menschen, aber wenn man es genau nimmt, wenn man ganz am Anfang vom Spiel sich mit einem Dorfbewohner anlegt, ist das ein relativ ausgeglichenes Kräfteverhältnis, sage ich jetzt mal. Also wir können natürlich besser ausweichen und sowas, aber der Dorfbewohner hält ja auch einiges mehr aus. Wir haben halt in kürzester Zeit eine bessere Waffe als der einfach mal gekriegt. Hat der Dorfbewohner halt nicht, ist ein bisschen ungerecht. Ich glaube, ich gehe mal kurz in den Traum, bevor ich mich mit dem Boss anlege, weil wir haben nur noch 5 Blutfiolen und das wird dann natürlich ungemütlich. Man muss leider mal in den Traum zurück, um die aufzufüllen. Aber alle Gegner, die wir spielen treffen, die eben offiziell auch Jäger sind, die sich eben auch ein bisschen anders verhalten. Die haben ganz andere Animationen, die haben dasselbe Charaktermodell wie wir, wie gesagt. Die tragen oft Ausrüstung, die wir auch tragen können. Die springen schneller rum, die können eben auch diesen ganzen Ausweichkram und so weiter, haben oft auch Trickwaffen in der Hand, eigentlich immer auch Trickwaffen in der Hand. Die sind einfach mächtiger als der Durchschnittsdorfbewohner. Oha, ich sehe, wir haben fast gar keine Blutfiolen mehr, das ist natürlich blöd. Ich kaufe einfach mal ein paar. So. Und das kommt ja im Grunde genommen nicht von irgendwo her. Man wird ja nicht einfach so zufällig. Hier ist übrigens Ebene 1, ist der Anfang von der Ebene. Ebene Herz ist, wo der Boss war. Und wenn der Boss besiegt ist, erscheint er eben auch eine Laterne. Man wird ja nicht einfach von. Man wacht ja nicht eines Morgens auf und ist einfach stärker als alle anderen. Und sowas und so viel mächtiger wie die Jäger sind als die Dorfbewohner, wird man auch einfach nicht durch Training, behaupte ich. Also vielleicht schon, aber das ist ein dermaßen himmelweiter Unterschied. Das ist ja einfach nicht mehr natürlich. Ich glaube, die sind alle so viel stärker, weil die eben auch das gemacht haben, was wir immer machen. Die sind zur Puppe gegangen, haben der Blutechos gegeben und haben dadurch ihr Level erhöht gekriegt. Also haben dadurch Macht erhalten, verschiedene. Jäger haben genauso Werte wie Spieler, also Jäger, die gegnerischen Jäger, die man im Spiel trifft. Die sind quasi wertetechnisch genauso wie ein Spieler sein kann. Natürlich sind manche davon völlig überzogen und manche sind eher ein bisschen schwach. Die haben spieltechnisch schon einen kleinen Unterschied zum Spieler. Die meisten können sich nicht so oft heilen. Die meisten haben nicht nur eine Blutfiole. So ist ein Boss aus 3 Gegnern hier. 3 von diesen großen Typen, aber 3 verschiedene. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen über Thumeru erzählen. Können wir da auch noch machen. Ich wollte nur gerade das Jägerthema ein bisschen anschneiden, weil ich das sehr interessant finde. Ich habe jetzt einfach erstmal diese These in den Raum gestellt, dass eben alle Jäger, die wir im Spiel treffen, mal Jäger waren, irgendwo im Traum. Das finde ich, wie gesagt, eine ein bisschen gewagte These und wir können ja mal gucken, ob sich das dann bestätigt, je nachdem, was wir so für Jäger treffen, ob wir da welche treffen, wo es eindeutig ist, dass das
auf keinen Fall sein kann oder so. Ob wir welche treffen, wo das wirklich wirklich auf jeden Fall so gewesen ist. Bisher haben wir halt auch erst ganz wenige davon getroffen. Also wir haben Alfred getroffen, der gesagt hat, er war mal wie wir. Wir haben Aileen getroffen, die uns ein Mal des starken Jägers gegeben hat, wo ich ja auch schon drüber geredet habe, dass es ein bisschen auffällig ist. Dass das ja wahrscheinlich was sein könnte, was darauf hinweist, dass man mal so ein Jäger gewesen ist. Nein. Der ist eigentlich viel leichter zu parieren, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Okay. So, das ist ein bisschen tricky, dadurch, dass die alles, dass die zu dritt sind. Wir haben zwei Jäger in Altianum schon getroffen. Den einen, der den Sägespeer benutzt hat, der keinen Namen hat, glaube ich. Ich glaube, er nennt sich Gehilfe von Jura, also einer der Gehilfen von Jura. Jura ist der Jäger an der Gatling Gun gewesen. Mit dem haben wir bisher noch nicht geredet, das werden wir noch machen. Dann erfahren wir ein bisschen mehr auch über den, wie wahrscheinlich es ist, dass der auch mal mit dem Traum verbunden war wie wir. Und sonst, German haben wir halt noch getroffen und der ist ja ganz eindeutig mit dem Traum verbunden. Den kann man auch, wenn man es möchte, im Traum direkt einfach mal töten und der ist das nächste Mal, wenn man in den Traum kommt, wieder da. Das ist so... Also der scheint ja auch nicht sterben zu können. German hat uns die Puppe ja auch verraten, war der erste von diesen Jägern. Und wir treffen, wie gesagt, noch eine ganze Menge mehr davon. Gascoigne haben wir auch getroffen, genau, den habe ich ganz vergessen. Oh, jetzt sterbe ich deswegen wahrscheinlich. Der ist ja auch eindeutig ein Jäger. Der hat ja auch mal zur Kirche gehört. Stand ja auch bei seiner Kleidung in der Beschreibung. Und was der eben auch hat, was ich glaube ich nach dem Boss noch mal ein bisschen mehr als Thema aufmachen muss, was ich ja schon mal erzählt habe, dadurch, dass wir ihn... Also ich habe es mal erzählt, dass wenn man ihn noch nicht getötet hat und die Klerikerbestie auch noch nicht, aber schon eine Einsicht hat, das heißt schon die Glocken hat, um andere Jäger zu beschwören, alte Jäger, dass man ihn dann zur Hilfe holen kann, um sich bei der Klerikerbestie helfen zu lassen. Das haben wir jetzt natürlich nicht gesehen, weil man hat ja meistens nicht eine Einsicht, bevor man nicht die Klerikerbestie mal gesehen hat und wir haben sie ja direkt besiegt. Aber das ist ja auch so ein ganzes Thema, diese Glocken, mit denen man eben andere Jäger beschwören kann. Das wollte ich nämlich jetzt, nachdem wir den Boss hier besiegt haben, auch mal anschauen in der Beschreibung der einzelnen Gegenstände. Die Beschreibung der einzelnen Glockengegenstände gibt es ja auch ein paar mittlerweile, die wir haben. Oh, aha, der schießt durch die Säule. Jetzt ist es natürlich ein bisschen einfacher, es dauert eigentlich nur noch, den zu besiegen, aber wenn er nicht durch die Säule schießen will, ist ja ein unsozial. Das ist die Macht der Boomera, von der wir alle reden, dass sie durch Säulen schießen können. Weit genug unten hat, dann packt er irgendwann auch eine Nahkampfwaffe aus, dann kann man den auch ganz einfach parieren, aber solange er noch schießt, kann man das eben nicht. Ja, jetzt. Jetzt ist er genauso wie der andere. Ah, wenn man sich jetzt von dem töten lässt, ist es natürlich sehr ärgerlich. Das ist jetzt natürlich wirklich ärgerlich, aber so ist das Leben eben manchmal. Ich ärgere mich jetzt gerade wirklich, weil ich habe diesen Boss schon ungefähr 100 Mal erledigt, weil die sind auch sehr gut, um Blutedelsteine zu farmen. Also dann natürlich mit einem anderen Charakter, aber so ist es manchmal. Ja. Über die Jäger gibt es natürlich noch ein bisschen mehr zu erzählen, aber Opossum Girl hat es gerade schon ganz richtig geschrieben. Erzähle ich eigentlich auch was über Thumeru, was natürlich jetzt gerade, wo wir hier im Labyrinth von Thumeru sind, ein super interessantes Thema ist, ohne Frage. Sollte ich vielleicht auch das mal machen. Thumeru ist, haben wir ja schon festgestellt, ein altes Labyrinth. Aha, da ist der mit der Schusswaffe. Wo ist der? Jetzt haben sie mich umzingelt. Das
natürlich sehr unangenehm. Ist ein altes unterirdisches Labyrinth. Die Thumera sind quasi eine alte Zivilisation von vor der Zeit von Yharnam. Also von der Stadt Yharnam, in der wir uns ja befinden. Und die sind wohl untergegangen. Die haben wahrscheinlich als erste, also zumindest als erste uns bekannte Zivilisation, haben die die Bestienplage irgendwie abbekommen. Ah, ärgerlich. Hier in dem Labyrinth hat man auch quasi das von Alfred so genannte heilige Medium gefunden. Was auch immer das genau ist. Auf den Treppen kann man nicht sehr gut parieren. Irgendwie kriegt man die Attacke nicht richtig rein. Und heute, behaupte ich mal, ist diese Zivilisation komplett gefallen. Das ist jetzt natürlich so, unter Yharnam existieren riesige Labyrinthe voll mit irgendwelchen Monstern, wie man sieht. Ist ja schon ein bisschen komisch, dass das keiner merkt, weil die kommen ja vielleicht dann doch auch mal ans Tageslicht, wenn die da wirklich einfach unter der Stadt hausen. Ich weiß nicht so richtig, wie so eine Kanalisationsgesellschaft. Ich komme gerade irgendwie nicht klar. Das heißt, ich persönlich denke auch sehr, dass diese Cache-Dungeons, in denen wir uns befinden, nicht wirklich sind, wie diese Labyrinthe tatsächlich gerade aussehen. Also vielleicht vom Aufbau der Labyrinthe her, wer weiß. Aber ich behaupte mal, allein die Tatsache, dass hier noch so viele Leute zu leben scheinen, ist ein Hinweis darauf, dass das nicht wirklich, also dass wir uns gerade nicht in der Wachwelt befinden. Die Wachwelt ist ja quasi alles, was Yharnam selbst ist, wo wir einfach am Anfang aufwachen in der Klinik. Und wo wir dann überall physikalisch hinlaufen können. Alles, was wir, wo wir einfach als Person von der Klinik aus hinlaufen können, ist eindeutig die Wachwelt. Also zumindest nennt man es die Wachwelt. Ich bin sehr davon überzeugt, dass man auch wirklich wach ist. Aber es gibt ja, wie gesagt, auch sehr viele Leute, die Theorie vertreten, dass man die ganze Zeit träumt. Da kann man natürlich drüber streiten. Ich sehe das nicht so. Ich sage ganz ehrlich, man träumt nicht, man ist eindeutig wach. In diese Cache-Labyrinthe ist ja aber der Clou, kommen wir ja gar nicht physikalisch so rein. Wir laufen ja nicht irgendwo von Yharnam aus hier rein, sondern wir gehen in den Traum des Jägers, an den Ritualaltar und teleportieren uns quasi hierhin. Jetzt kann man natürlich sagen, vom Traum des Jägers aus teleportiere ich mich überall hin, wo ich hinkomme. Aber es gibt ja, das heißt ja nicht, dass es die Wachwelt ist. Das heißt nur, es ist eine andere Welt als der Traum des Jägers. Der Traum des Jägers ist quasi ein Teil der großen Traumwelt. Die ist sehr ausufernd, da gibt es sehr viele verschiedene Gebiete. Und ich behaupte eben, die Cache-Dungeons oder die Cache-Verliese sind eins davon. Das sind dann auch ein paar verschiedene, je nachdem welchen Cache man benutzt. Ich habe ja schon gesagt, es gibt verschiedene Cache einfach. Eben wie gesagt, jetzt sind wir gerade in Thumeru. Es gibt eben auch Loran und Is und das Hintergrab. Ich komme irgendwie gar nicht klar mit dem. Das bedeutet quasi, also ich behaupte nochmal, dass jedes von diesen Cache-Labyrinthen eine andere Traumwelt ist. Die sind zwar vielleicht irgendwie miteinander verbunden, wer weiß das schon so genau. Ja, jetzt konzentrieren. Ich will jetzt eigentlich nicht nochmal gegen die Gegner hier sterben. Aber es ist ein bisschen, wir machen ein bisschen wenig Schaden. Okay, der ist tot. Jetzt nur noch der. Ja, der muss schon gut irgendwo hinlocken, wo er. Das ist eine sehr blöde Position für den, weil hier kann er natürlich überall auf mich schießen. Ich versuche den mal hier runter zu locken aufs freie Feld. Also es gibt diese Gesellschaft der Thumera, die sind jetzt erstmal der wichtigste Teil von den Cache-Verliesen für uns. Die sind insgesamt bei den Cache-Verliesen auch der wichtigste Teil, um die geht's eigentlich. Also die meisten von den Dungeons sind Thumeru-Dungeons. Es gibt ja wie gesagt 10 Stück
und 5 davon sind Thimeru. Und Hintertum gehört auch zu dieser Gesellschaft. Die leben scheinbar komplett unterirdisch. Also alles deutet darauf hin, dass Thimeru wirklich ein Volk ist von Leuten, die unterirdisch leben. Die haben ja alle scheinbar noch nie das Tageslicht gesehen. Das sind alles diese bleichen Typen hier. Oder halt auch irgendwelche bleichen Frauen. Das ja, gibt es natürlich auch. Aber das war, wie gesagt, vor sehr langer Zeit. Und Alfred hat uns ja erzählt, dass Burgenworth quasi in dem Verlies das heilige Medium gefunden hat. Was auch immer das jetzt genau ist. Das heißt, die Thumera haben dieses heilige Medium scheinbar gehabt. Also es wurde hier in dieser Gesellschaft irgendwo gefunden. So, jetzt haben wir einen Thumero-Wurzelkelch gefunden und einen Mäßigungsblutstein, der wahrscheinlich gut ist, weil man findet hier im Labyrinth immer sehr gute. Ja, physischer Angriff plus 10,5 ist eine ganz andere Ansage, aber wir haben sonst Doom plus 1. Okay. Ich gehe jetzt erstmal nochmal in den Traum zurück. Und dann rede ich weiter über Thumero. Und später vielleicht nochmal weiter über die Jäger an und für sich. So, also es gibt diese, ja, während den Bosskämpfen kann ich mich natürlich relativ schlecht darauf konzentrieren, was ich so rede. Also Alfred als auch German haben uns aber gesagt, dass jeder Jäger einmal in dieses Kelchlabyrinth gegangen ist. Wenn es jetzt ein wirklich echt existierendes Labyrinth in der Wachwelt wäre, man muss es jetzt so sehen, wenn in der Wachwelt jemand getötet wird, dann ist der auch tot. Der steht dann nicht einfach wieder auf. Wenn ich jemand, das ist bisschen schwierig so zu erklären, aber es ist überhaupt nicht schwierig zu erklären. Im Dorf sind natürlich, also in der Stadt Janum sind hunderte von Dorfbewohnern oder Stadtbewohnern und wenn ich die töte, sind die natürlich wirklich tot. Wenn ich aber jetzt aus dem Traum neu rauskomme und da sind überall wieder neue Leute, muss man das wahrscheinlich eher so interpretieren, dass da einfach neue Leute gekommen sind. Das sind einfach, die stehen da natürlich an genau denselben Positionen. Das ist, glaube ich, eine ganz rein spieltechnische Sache, weil sonst würde ich da ja als Spieler nie durchkommen, wenn die irgendwie zufällig da jedes Mal neu stehen würden. Das wäre ja auch völlig absurd. Das würde ich überhaupt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also man kann es wahrscheinlich so sehen, dass da neue Leute kommen, weil immer wenn ich jemanden sehe, der einen Eigennamen hat, der wirklich eine spezielle, besondere Person ist, wenn ich den töte, ist der weg. Der kommt nie wieder. Sowas passiert mir eigentlich nur in den Träumen. Kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, ob in den Labyrinthen dieselben Regeln herrschen oder nicht. Ist aber auch irrelevant. Ich bin davon überzeugt, dass die Labyrinthe ein Traum sind, weil wir sehen da ja quasi Leute aus einer ganz alten, mittlerweile längst vergangenen Gesellschaft. Dass diese Gesellschaft nicht mehr existiert, steht, glaube ich, auch schon bei den Thumero-Kelchen dabei. Nee, tut's nicht. Steht erst bei den späteren. Also man findet natürlich immer mehr Kelchen mit der Zeit, je tiefer man kommt. Und da steht dann irgendwann auch dabei, dass diese ganzen Reiche nicht mehr existieren. Und da sehen wir jetzt aber trotzdem lauter Leute, die existieren ja wahrscheinlich dann auch nicht mehr. Das ist quasi nur eine Erinnerung in der Traumwelt an diese Leute. Vielleicht sind auch die Leute alle in den Traum gezogen worden und leben jetzt da. Würde man natürlich im echten Leben oder halt in der Wachwelt auch davon reden, dass sie nicht mehr existieren, weil der normale Bürger von der Straße, der weiß ja gar nicht, dass die Träume existieren. Das wissen ja eigentlich immer nur die Jäger und die ganzen Gelehrten, die sowas erforschen. Also wahrscheinlich so Leute wie Burgenworth. So, ich lese mal kurz den Thumero Wurzelkelch vor. Wurzelkelch, der mehrere Labyrinthsiegel bricht. Angeblich ändern Wurzelkelche, mit denen man in Ritualen die Siegel des Labyrinths bricht, jedes Mal seine Form. Das alte Labyrinth wurde von den Thumeran gestaltet, übermenschlichen Wesen, denen nachgesagt wird, das Wissen der unheimlichen Wahrheit entschlüsselt zu haben. Da haben wir's. Thumera sind übermenschliche Wesen. Wir haben es ja jetzt auch gerade schon gesehen, das sind alles riesige, gewaltige Typen. Die sind jetzt alles zwar sehr blass, aber die sind auch unglaublich stark. Und wir haben jetzt auch so Sachen gesehen wie nicht nur diese riesigen Typen, sondern eben auch diese Frauen mit den Glocken, mit denen sie irgendwelche zombieartigen Kreaturen beschwören. Also die wirken sehr wie die Hollows aus Dark Souls, also diese ganzen Zombies, die man in Dark Souls eben so trifft. Später gibt es auch noch welche, die können dann irgendwie aus Blut geformte Spinnen beschwören und lauter so einen absurden Kram, den man eigentlich niemals sehen will. Ich repariere gerade mal kurz die Waffen, weil das habe ich glaube ich noch nie gemacht. Geht mit der Zeit ja auch kaputt. So, und mach mal die Blutedelsteinverstärkung, weil wir haben ja welche gefunden, die so viel stärker sind. Ist natürlich mit physischer Angriff für uns ein bisschen irrelevant, weil wir nicht so viel physischen Schaden verursachen, aber es ist besser als nichts. Wie immer. Ich habe das Gefühl, das sage ich relativ oft.
Also es sind diese übermenschlichen Wesen, die haben das heilige Medium gefunden und irgendwann sind die Leute, die diese Labyrinthe erforscht haben, auf das heilige Medium gestoßen. Wir haben jetzt gerade schon gesehen, die sind übermenschlich, wenn da eine normale Forschergruppe reinläuft und dieses Labyrinth erforscht, hat man keine sehr große Hoffnung, da sehr weit zu kommen, weil wenn man dann von Zombies und riesigen, monströsen Kerlen überrannt wird, dann kommt man ja nicht mal weiter als Ebene 1. Allein schon, dass man da untote Riesen trifft, ist ja schon... Wer soll denn gegen sowas ankommen als normaler Mensch? Die Jäger hingegen haben natürlich eine Chance, sowas zu machen. Aber diese Labyrinthe existieren wahrscheinlich ja trotzdem auch in der Wachwelt. Also das ist ja nicht so... Wir haben es ja schon beim Jägertraum selbst auch gesehen. Nur weil was eben im Traum existiert, heißt es nicht, dass es nicht auch nicht in der Wachwelt existiert. Oder eher... Die Träume scheinen ja, wie echte Träume auch, auf echten Orten zu basieren. Also ich bin immer sehr daran inspiriert. Es gibt ja auch so viele Theorien darüber, dass man zum Beispiel keine Gesichter in Träumen sehen kann, die man im echten Leben nicht gesehen hat. Ich glaube, mit Orten ist es ganz ähnlich. Nur bei Orten hat man halt auch so einen riesen Input und stückelt sich was zusammen. Weswegen natürlich die Traumversion von so einem Ort nicht unbedingt identisch sein muss. Das haben wir beim Traum des Jägers ja auch schon gesehen, wo eben der hintere Teil des Gartens komplett neu angefügt wurde. Da, wo wir gerade German gesehen haben, wie er schläft, der ganze Teil existiert in der Wachwelt ja gar nicht. Das heißt, das ist vielleicht entweder ein Garten von wo ganz anders, der da im Traum einfach angefügt wurde. Wer auch immer den Traum des Jägers eben erträumt hat, scheint ihn damit drangepackt zu haben. Also die Träume sind ja trotzdem auch von irgendwem erschaffene Träume, so wie echte Träume. Sie sind trotzdem aber auch real. Ich kann in die Träume von anderen Menschen hinein, wie es scheint. Aber nicht einfach so. Also ich kann ja nicht einfach da hingehen und sagen, ich will jetzt in den Traum rein. Da braucht es natürlich eine Erklärung. Sowas läuft natürlich meistens über irgendwelche übernatürlichen Sachen, wie eben jetzt gerade in dem Fall mit so einem Kelchritual. Die Kelche steht beim Kelch selbst nicht dabei, hat uns aber German mal erzählt, wurden in diesen alten Labyrinthen gefunden von irgendwelchen Alfred hat uns das erzählt. Irgendwelche Gelehrten von Bergenworth sind in die Labyrinthe gegangen, die ja physikalisch in der Wachwelt auch irgendwo existieren. Die sind ja unter Yharnam tatsächlich drunter, die Labyrinthe an für sich. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Leute drin sind, leben, außer vielleicht Aussätzige, keine Ahnung. Haben da in diesen Labyrinthen wahrscheinlich so einen Kelch gefunden und vielleicht dieses Ritualblut, was man eben auch braucht, um diese Rituale zu vollziehen, und haben dann angefangen, in die Traumversion der Labyrinthe reinzukommen und da eben unglaubliche Schätze gefunden und gesehen, wie mächtig die Glumera wirklich sind. Es könnte natürlich sein, dass diese Typen hier gar keine Zombies sind, sondern einfach nur sehr ausgemergelt und nur noch durch das Blut am Leben erhalten werden. Auch gut möglich. So, was wir hier auch haben, ist eine alte Jägerglocke. Da kann man jemanden beschwören und das mache ich jetzt auch einfach mal, weil wir haben haufenweise Einsicht oder zumindest ein bisschen. Da kann man das auch mal sehen. Also jeder Jäger, den man beschwören kann, ist natürlich auch ein alter Jäger, weil es ist. Ich benutze die sogenannte alte Jägerglocke. Ich warte mal, bis er da ist, damit wir das auch sehen können. Grabsucher Oleg. Auffällig, der trägt dieselbe Kleidung wie wir. Der trägt auch dieses Grabsucher-Set und den Kirchenhammer. Also er scheint offensichtlich jemand zu sein, der für die Kirche arbeitet. Wahrscheinlich, oder, also ich finde, das ist sehr naheliegend für die ganze Kleidung und sowas, ist das einer von den Jägern, die damals wirklich hier diese Gräber durchsucht haben, die wirklich rausgefunden haben, was es hier so gibt. So. Den habe ich jetzt mit der alten Jägerglocke herbeigerufen. Glocken werden, wie gesagt, auch später nochmal Thema, wenn wir über die Jäger nochmal reden. Jetzt gerade geht es weiter um Thumero, weil jetzt haben wir hier nämlich noch eine Sache zu sehen. Riesige Viecher, bei denen nicht ganz erkennbar ist, was sie sind, an denen ich jetzt leider erstmal mich vorbeirennen muss, weil hier kommen schon wieder die nächsten beschworenen Zombies, die ich jetzt auch erstmal ignoriere, um natürlich erstmal die Glockenmaid zu töten. Wie immer. Wenn man das hat, dann ist es alles erstmal halbe Miete. Sollte es sein? Ich weiß nicht, ob die nicht sterben. Gibt es hier noch eine Glockenmaid? Also ihr habt es ja gerade schon gesehen, wenn man die Glockenmaid tötet, verschwinden die. Warum die jetzt nicht verschwunden sind? Keine Ahnung. Vielleicht ein Fehler. Wer weiß das schon. So. Oh, hier ist Ritualblut. Das ist natürlich praktisch.
So, der Oleg legt natürlich gleich los und legt es mit allen Gegnern an. Das finde ich auch sehr witzig, wenn man irgendwelche Hilfe holt. Wenn er nicht gerade einen Molotow-Cocktail benutzt, macht er eigentlich fast keinen Schaden. Die sind eigentlich nur da, um Gegner abzulenken. So. Also was da unten war, was riesige Feuerbälle auf uns geworfen hat. Oh, da ist einer von diesen Sackleuten. Diesen Entführer heißen die, glaube ich. Im Deutschen. Genau, da ist es. Ist so ein riesiger, langer Wurm mit Auswüchsen und vorne einer Blume als Nase. Sehr schwer zu erklären, was das eigentlich darstellen soll. Die heißen offiziell fluoreszierende Blume. Es gibt nämlich auch Stellen, wo nur diese Blume aus dem Boden ragt und dann geht man hin und dann kommt plötzlich dieses riesige Vieh aus dem Boden. Wir können Feuerbälle schießen. Wir werden uns später im Spiel nochmal einen genauer ansehen. Es ist nur sehr interessant, dass es die hier im Labyrinth gibt. Das sollte man sich vielleicht versuchen zu merken, aber ich schätze, wenn ich sage, wir werden die uns später im Spiel genauer ansehen, es wird wahrscheinlich noch 10 Folgen dauern, bis wir da sind, weil es ist eine relativ späte Stelle im Spiel. Aber die kommen scheinbar auch hierher. Also es ist der größte Teil der Geschichte, den man hier aus diesen Labyrinthen ziehen kann, ist nicht, wie die Labyrinthe aufgebaut sind. Die sind, wie gesagt, sehr langweilig. Während die anderen Gebiete in Yharnam immer durch ihre Gegend sehr viel erzählen, erzählt es hier immer relativ wenig. Man sieht halt nur haufenweise irgendwelche Statuen und so ein Zeug. Aber die Labyrinthe erzählen sehr viel Geschichte über die Gegner, die man hier trifft. Die sind nämlich auch alle nicht zufällig gewählt. Das macht gerne mal den Eindruck, dass FromSoft einfach alles an Gegnern, was sie irgendwie noch im Design quasi übrig hatten, irgendwie hier reingepackt haben, damit man irgendwie beschäftigt ist. So, der hat eine brennende Waffe, das ist nämlich ein gefährlicher. Mäßigungsblutedelstein in dreieckiger Form ist natürlich auch mal selten, aber okay. Die haben nicht einfach alles reingesetzt, was sie übrig hatten. Findet man teilweise auch Gegner wieder, die man in der Wachwelt auch trifft. Man findet sogar teilweise Bosse wieder, die man in der Wachwelt auch trifft, die dann aber teilweise andere Namen haben, teilweise aber eben auch nicht. Aber man findet eben nicht alle von diesen Gegnern hier wieder. Das ist mit sehr viel Bedacht gewählt, welche von den Gegnern es sind, wen man wo trifft, und wie spät man diese Gegner erst trifft, weil man kann sich große Enthüllungen im Spiel hier quasi in diesen Labyrinthen schon vorher einfach holen und überhaupt nicht verstehen, worum es geht, weil man eben die Enthüllung eigentlich nicht bekommt, sondern nur die Gegner sieht, die dafür sorgen, dass man es enthüllt kriegt. Aber es gibt eben auch sehr viele Gegner, die man auch wirklich erst trifft, nachdem man auf jeden Fall die auch schon in der Wachwelt getroffen hat. Und es gibt eben sehr viele Hinweise darauf, wo kommen diese Gegner her, und wie lange gibt es die insgesamt auf der Welt einfach schon? Weil es kann natürlich auch sein, dass es irgendwelche Sachen, weil wir wissen ja jetzt über, also ich habe es zumindest gerade einfach erzählt, Thumeru ist auch an dieser Seuche anheimgefallen, hatte dieselben Probleme wie Yharnam jetzt gerade und sind scheinbar zugrunde gegangen. Und wenn man da ähnliche Gegner findet, wie man eben in der Wachwelt von Yharnam findet, dann ist es ein guter Hinweis darauf, dass das eine Ursache der Seuche selber ist und nicht irgendwie zusammengeschustert ist, nicht Persönlichkeiten sind. Man wird jetzt so jemanden wie Gascoigne zum Beispiel hier nicht wiederfinden, weil Gascoigne ist ein Mensch, der durch die Seuche verändert wurde. Hier findet man natürlich Thumera, die durch die Seuche verändert wurde oder irgendwelche anderen Sachen. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ja, ich lege mich jetzt hier einfach mal mit dem Boss an. Der Grabsucher Oleg ist jetzt einfach mit dabei, der wird nicht viel bringen, der ist da nicht sehr nützlich, aber so. Da finde ich nämlich auch solche Sachen, wie zum Beispiel riesige, brennende Hunde. Aber es ist überhaupt kein Hund, das sieht eigentlich eher wie ein Konstrukt aus. Okay. Also ich finde, es sieht sehr aus wie eine Art Maschine, das Ganze. Man kann seine Beine kaputt machen. Man kann in die Lava hüpfen, wie so ein Depp. Auch ein sehr schöner Gegner. Wenn man ein Bein kaputt macht, dann rastet er kurz aus. Aber und an den kaputten Bein macht man auch mehr Schaden. Oh, ja. Jetzt stand ich gerade genau unter ihm, als er den Sturmangriff gemacht hat. So. Der heißt, sieht man jetzt gerade unten auch ganz gut, Aufpasser der alten Fürsten. Die alten Fürsten sind wahrscheinlich die Adelsrieger von Thumeru. Und dieser Aufpasser, der heißt im Englischen Watchdog, also Wachhund.
finde ich irgendwie einen angemesseneren Namen, weil Aufpasser klingt irgendwie, als wird er aufpassen, dass die rechtzeitig ins Bett gehen oder was weiß ich. Wachhund ist natürlich ein sehr eindeutiger Begriff. Der hat scheinbar irgendwas bewacht. Die haben bestimmt auch ihre Art, ihre Menge an Schätzen und so weiter gehabt, die sie eben irgendwie bewacht haben wollten. Deswegen gibt es natürlich Wachhunde. Wir sehen an dem Hund schon, der beherrscht Feuermagie, möchte ich es jetzt mal nennen. Ich finde, er sieht aus, als wäre eine Art Konstrukt. Deswegen möchte ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass das wirklich Magie ist. Das kann natürlich auch einfach maschinell hergestellt sein, so wie bei einem Flammenwerfer. Aber wir haben ja auch schon gesehen, dass sowas wie Feuermagie existiert an dem gehörnten Werwolf, der unter der Werkstatt der Kirche gesessen hat. Okay. Ich weiß nicht, was er gerade macht. Das sieht irgendwie komisch aus. Jetzt macht er einen Ansturm. Okay. Also Feuermagie scheint ja quasi zu existieren. Aber ob man es einfach Magie nennen kann, ist so eine ganz andere Nummer. Also ich kenne auch Vertreter dafür, die sagen, in Bloodborne existiert keine Magie. Nicht in dem klassischen Sinne, wie wir es jetzt zum Beispiel aus Dark Souls kennen. So. Die Beine kaputt machen. Dann geht das natürlich alles. Was wir auch gerade gesehen haben bei diesem Innenhof, wo ich eben diese großen spitteligen Viecher, von denen ich gerade ein bisschen geredet habe, die mit den Blumen dran, diese fluoreszierenden Blumen, oh Gott. Die haben ja auch, hat man, als ich vorbeigerannt bin, vielleicht kurz, oh Gott. Kurz gesehen, dass die Feuerbälle geschossen haben. Also scheint ja sowas wie Feuermagie zu existieren, aber ob das wirklich Magie ist, ist natürlich ein Streitpunkt. Also es kann natürlich auch sein, dass das irgendwie von diesem heiligen Medium kommt, von dem alle immer reden, dass das sowas ist, was dafür sorgt, dass man eine Art Feuermagie einsetzen kann. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also wir finden später auch noch mehr Gegner, die sowas beherrschen, gerade hier in den Labyrinthen eben. Ich treffe ihn nicht. Jetzt explodiert er. Macht er natürlich auch immer mal gerne. Ich mache irgendwie einfach nicht sehr viel Schaden. Wir haben ein sehr niedriges Level. Geht aber. War's schon. Es geht ja auch sehr um die übermenschlichen Thumera. Die sind natürlich, das haben wir gesehen, sehr groß. Manche von denen können Zombies, nenne ich das mal grob, beschwören, die sehr auffällig rot waren. Also ich persönlich glaube, die sind einfach aus Blut geformt, aus den Blutechos, eine Art Erinnerung. Und Blutechos sind ja eine Art Erinnerung an vorherige Leben. Also aus diesen Echos quasi das Wesen, was die dem diese Echos gehören. Wir treffen aber eben auch noch welche, die tatsächlich sowas wie Feuermagie beherrschen. Einer von den Bossen, der dann einfach Waffen aus Feuer beschwört, mit denen er kämpft. Und das ist natürlich auch so groß und schnell und stark sein, ist natürlich sehr übermenschlich, aber Feuer beherrschen auch. Also das zu können, ist natürlich auch echt cool. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die alten Gelehrten von Birkenworth das sehen und sagen, meine Fräse,
Das ist ja der Hammer, das möchte ich aber auch können. Wir sehen keinen von Birkenworth, der das irgendwann kann. In der Wachwelt treffen wir außer diesem einen Werwolf am Anfang der Folge niemanden, der Feuermagie beherrscht. Nur hier in den Labyrinthen eben. Aber, also ich habe selbst schon die Theorie gehabt, dass diese Feuermagie auch nur in Träumen existiert, aber dadurch, dass wir diesen einen Werwolf in der Wachwelt getroffen haben, der es kann, wissen wir, dass die wirklich existiert. Ob man es Magie nennen kann, ist natürlich fragwürdig, aber Magie ist ja im Grunde genommen, sagt man ja so schön, immer Wissenschaft, die man noch nicht versteht. Ich meine, das kennt man ja auch aus all den Filmen und Sonderfolgen aus Serien und Serien insgesamt, wo irgendjemand weit in die Vergangenheit reist, ich weiß nicht, ins Mittelalter, und da hat er seine Shotgun dabei. Dann denken ja auch alle, Mensch, ein Zauberstab. Und ich meine, wir würden heutzutage eine Shotgun ja auch nicht als Magie bezeichnen, aber bei Evil Dead macht man das und bei so vielen anderen Filmen und Geschichten eben auch. Und nur weil wir jetzt nicht verstehen, wie diese Wesen hier Feuer beschwören, heißt das nicht, dass es keine wissenschaftliche Erklärung dafür gibt. Es gibt höchstwahrscheinlich eine, aber fühlt sich natürlich für jemanden, der es nicht versteht, einfach wie Magie an. So, was wir hier gefunden haben, ist der Zentral-Thumeru-Kelch. Das ist quasi der nächste Kelch. Wir haben den Thumeru-Kelch und dann den Zentral-Thumeru-Kelch. Das ist quasi die nächste Ebene dieser Verlies-Dungeons. Werden wir jetzt aber nicht mehr machen. Ich wollte nur insgesamt den mal zeigen, diesen Hund besiegen. Da erzähle ich auch gleich noch was zu, aber erstmal. Ein Kelch, der ein Labyrinth-Siegel bricht. Nur ein Wurzelkelch ändert die Form des alten Labyrinths, wenn er in einem Ritual verwendet wird. Steht hier extra nochmal, weil das kein Wurzelkelch ist. Das alte Labyrinth wurde von den Thumerern gestaltet, übermenschlichen Wesen, denen nachgesagt wird, das Wissen der unheimlichen Wahrheit entschlüsselt zu haben. Das ist der gleiche Text wie bei dem Thumeru-Wurzelkelch. Das finde ich ganz witzig, weil ich hätte gedacht, der Thumeru-Wurzelkelch hat eher denselben Text von dem Thumeru-Kelch, aber den kriegt man ja erst, wenn man ein bisschen sich umgesehen hat. Das Wissen der unheimlichen Wahrheit entschlüsselt ist scheinbar, was die so unmenschlich, so übermenschlich macht. Unmenschlich auch ein bisschen. Ich habe von dem Hund jetzt eben auch noch einen Blutedelstein bekommen, der eben den Feuerangriff erhöht. Und ich habe ja auch schon mal davon geredet, Feuerangriff ist, was wir wollen, was wir brauchen. Und ich werde wahrscheinlich im Lauf der Woche, ohne es zu streamen, diesen Dungeon einfach nochmal machen und noch einen zweiten davon besorgen, damit wir damit unseren Sägespeer komplett auf Feuer aufrüsten können, weil das kommt uns einfach sehr gelegen. Das wird uns sehr weiterhelfen, darum, wie mächtig wir sind als Charakter. Das ist auch ein Grund, warum ich das jetzt heute machen wollte. Weil ich wollte das jetzt nicht komplett außerhalb des Streams machen. Das fände ich irgendwie schade drum, weil es ist ja doch sehr interessant. Es ging jetzt auch schneller, als ich gedacht habe. Ich habe ein bisschen damit gerechnet, dass ich mich ewig verlabere, obwohl es war auch fast eine Stunde jetzt. Das ist ja, naja. Ich hoffe, es war trotzdem ein bisschen interessant. So, jetzt haben wir ein bisschen was gesehen. Jetzt werden wir natürlich andere Sachen machen. Die Thumera werde ich wahrscheinlich nochmal genauer auswalzen, falls wir irgendwann mal diese Kelchverliese, diese Kelchlabyrinthe komplett machen. Oder noch weiter. Es ist nur interessant zu sehen, was an denen so übermenschlich ist. Ich wollte ja selbst auch nochmal über Jäger an und für sich reden. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde. Da will ich natürlich auch noch irgendwo hingehen. Ich glaube, ich gehe ein bisschen ins Kathedralenviertel. Und wenn mir da irgendwann das Thema ausgeht, über das ich aktuell rede, weil ich rede ja meistens aktuell über das, was gerade passiert, dann fange ich an, über die Jäger an und für sich zu reden. Weil da gibt es nicht nur zu den Jägern an und für sich, sondern auch zum Jägermal wollte ich auch noch ein bisschen was erzählen, weil da gibt es auch einige Informationen und jetzt, wo wir ein klein bisschen mehr darüber wissen, was und wer die Jäger sind, kann das natürlich relevanter werden. So, aber erstmal setze ich den Blutedelstein in unsere Waffe ein. Ich glaube, ich habe auch einen Zwillingsblutstein gefunden. Dann brauche ich natürlich wieder Echos. Ein Zwillingsblutstein, mit dem ich dann einfach eben auch unser Sägespeer auf plus 4 aufrüsten kann. Das ist ja auch nicht schlecht. Das kann man ja mal machen. So, wenn ich den jetzt einsetze, da sieht man schon, wie sich in der Mitte die Werte verändern, weil der Feuerblutedelstein eben nicht den physischen Schaden erhöht und dadurch ändert sich komplett der Schaden der Waffe auf Feuerschaden. Damit ist der jetzt irrelevant, weil den kann ich jetzt auch rausnehmen. Der macht jetzt keinen Unterschied mehr, weil jetzt ist es eine Feuerwaffe. Das heißt, alles, was den physischen Schaden erhöht, bringt nichts mehr. Das heißt, ich muss bei Gelegenheit gucken, ob ich irgendwas finde, was einen Sinn dafür macht. Zum Beispiel, indem ich aber diesen ganzen Labyrinth-Kram nochmal mache. So, da kann man ja mal diese hier einsetzen, dann ist der ein bisschen besser. So. Also wir gehen jetzt erstmal... Ah, ich weiß, wo wir jetzt hingehen.
nämlich wieder in den Kathedralenbezirk. Da gibt es nämlich jetzt auch noch einiges, weil ich habe am Anfang ja auch von diesen Entführern geredet, den großen Typen mit dem Sack auf dem Rücken. Und da ist jetzt ein ganz interessantes Event, dadurch, dass die jetzt in der Welt erschienen sind. Eben wie gesagt, erst nachdem man die blutrünstige Bestie besiegt hat, erscheinen die. Da geht ja auch die Tür in der Ödenkapelle auf, oder Oedenkapelle. Also hier rechts diese Tür ist ja aufgegangen. Ich gehe jetzt einfach mal hier raus, wieder auf diesen Hof. Vielleicht erinnert man sich an diesen Hof hier, da bin ich ja vorhin auch mal drüber gerannt, hab gesagt, ich ignoriere die Gegner jetzt einfach mal. Jetzt sieht man auch schon, der Gegner brennt einfach, während ich ihn schlage, weil die Waffe jetzt eben Feuerschaden macht. Das ist ganz interessant, ne? So. Und hier lungert jetzt einer von denen rum, dafür sind die Raben hier weg. Und die sind auch unangenehme Zeitgenossen, wie schon gesagt. Ich will mich jetzt ehrlich gesagt aber auch, jetzt bufft er sich. Jetzt ist er richtig fies, schon stark und schnell und hört einfach nicht mehr auf, einen zu verfolgen. Er folgt dann auch jetzt viel weiter. Ich will mich jetzt auch von dem töten lassen. Also, das ist wichtig, denn jetzt passiert was Besonderes. Das ist quasi ein Geheimnis. Das sehen natürlich nicht alle Gegner, weil nicht jeder gegen die stirbt. Viele sehen die Typen vielleicht nicht mal richtig oder kann man ja auch machen, dass man keinen von denen trifft. Weil man einfach nie in die Gegend geht, wo einer steht. Unsichtbares Dorf Yahargul. Ich finde die Szene, also wir wurden halt jetzt offensichtlich entführt, weil der Gegner scheint ein Entführer zu sein. Wir haben kurz gesehen, wie wir in einem Sack sind. Das scheint der Sack auf dem Rücken von dem Gegner zu sein. Der packt einfach Leute da rein und bringt die hierher. Jetzt sitzen wir in der Zelle. Ich finde der Anfang, dass der Charakter so nach oben schaut, erinnert mich sehr stark an den Anfang von Dark Souls 1, wo man ja auch in der Zelle aufwacht und dann schaut man nach oben. Und da wirft dann Oscar eine Leiche in die Zelle, die einen Schlüssel hat, um die Tür zu öffnen. Ich finde es ehrlich gesagt echt schade, dass das hier nicht passiert. Hier geht die Zellentür einfach so auf. Also es ist ein Hochsicherheitsgefängnis, in dem wir uns gerade befinden. Bei der Gelegenheit setze ich jetzt auch mal wieder einen anderen Hut auf. Ich guck mal, Zylinder sieht ganz gut aus. Ich nehme mal die Jarnum-Jägermütze. Einfach so, weil ich die ganz cool finde. Und ich mag auch den Mantel dazu sehr gern. Naja. Man hört es natürlich auch. Hier ist Musik. Das sind Gesänge. Diese Gesänge, also das ist jetzt nicht einfach nur irgendeine ambiente Musik oder sowas. Diese Gesänge sind tatsächlich auch da. Also hier gibt es tatsächlich irgendwo Leute, die singen hier in der Gegend. Das sind ja einfach Chorgesänge. Da ist ja keine Musik dabei. Das sind wirklich einfach nur Gesänge. So, haben wir hier so eine komische mumifizierte Leiche mit einem Käfig auf dem Kopf. Könnte sowas wie ein Folterinstrument gewesen sein. Ist hier, glaube ich, auch an den Stuhl gefesselt, wie es aussieht. Und ansonsten, ja, hat auch an den Füßen hier so Schellen dran. Wurde vielleicht gefoltert, wer weiß das schon. Also ich weiß das, aber das werden wir erst später rausfinden. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Könnte eine Lampe sein. Oder auch ein Folterwerkzeug. Ich habe wirklich überhaupt nicht die geringste Idee, was das hier darstellen könnte. Es sieht aus wie eine riesige Öllampe, um ehrlich zu sein. Aber es sieht komisch aus. Naja. Hier liegt ein Gegenstand. Dickes Kaltblut. Ein toter Jäger. Hier sind in Stoff eingehüllte Spiegel. Das finde ich auch sehr interessant. Über Spiegel gibt es ja auch sehr viel Mythen und sowas. Also die werden zum Beispiel von Hexen gerne benutzt, um
im Englischen nennt man das Scrying, ich bin mir gerade nicht mal sicher, so Wahrsagerei, Hellseherei, so über den Spiegel quasi in weite Ferne sehen. Ich weiß gerade gar nicht, was der deutsche Begriff dafür ist, bestimmt schreibt es gleich einer im Chat. Ich verlasse mich jetzt mal auf euch. Es gibt aber auch zum Beispiel Mythen darüber, dass wenn jemand gestorben ist, vielleicht der hier oder irgendjemand anders, vielleicht der da hinten, wenn jemand gestorben ist jedenfalls, dürfen keine offenen Spiegel in der Nähe sein, weil die Seele beim Verlassen des Körpers den Spiegel sieht und verwirrt ist und dann als Geist zurückbleibt und herumspukt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemand Abergläubisches bin und Leute zu Tode folter, würde ich wahrscheinlich nicht wollen, dass da Spiegel rumstehen, die dann dafür sorgen, dass der Geist von dem, den ich gefoltert habe, am Ende hier rumspukt und mich dafür bestrafen will. Auf Englisch war das Wort scrying, was ich gesagt habe. So, hier liegt eine Nachricht auf der Erde. Wieder mit Boten. Wir haben ja jetzt auch schon mal eine Nachricht gefunden, die keine Boten beinhaltet hat. Verrückte quälen sich in heimlichen Ritualen, um den Mond anzurufen. Decke ihre Geheimnisse auf. Das ist jetzt sehr plump formuliert, möchte ich sagen, weil im Englischen ist diese Nachricht voll von Pathos und ganz alten Wörtern wie, oh Herz, wie Madman toil surreptitiously. Das ist so, was heißt das überhaupt? Das ist, heißt natürlich genau das, was hier steht, aber hier ist es ohne diesen nötigen Pathos geschrieben. Es klingt irgendwie fast ein bisschen albern, um den Mond anzurufen, ich weiß nicht. Also ich meine, es ist natürlich klar, dass es so eine rituelle Anrufung gemeint ist, aber es ist einfach ein komisches Wort dafür irgendwie. Heimliche Rituale, wir hören Gesänge zum Beispiel im Hintergrund. Könnte natürlich bedeuten, dass das so ein Ritual ist. Ich habe gerade auch schon von der rituellen Wichtigkeit von Spiegeln geredet, in diesem Scrying, mit dem man dann scheinbar vielleicht eben auch in andere Welten schauen kann und so weiter. Was das für ein Ritual ist, werden wir vielleicht noch rausfinden. Da weint jemand und betet im Namen der Heiligen Kirche. Ich glaube, sie hat jetzt gerade sogar auch einfach Traum gesagt und nicht Albtraum. Finde ich interessant. So, rasendes Kaltblut. Ich glaube, wir müssen uns... Oh, hier ist ein nicht zugedeckter Spiegel. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann wollen wir jetzt hier mal bei seinen sterben. Ich will ja nicht als Geist weiterspielen. Irgendwie komisch. Hier sitzt nämlich eine Person in der Ecke und die trägt die Kleidung der Kirche. Das ist diese schwarze Kirchenkleidung, von der wir vorhin auch geredet haben. Ja, Hellsehung ist wahrscheinlich so ungefähr das Wort dafür, ja. Ja, Hellsehen, ja stimmt, Hellsehen ist es, glaube ich, wo es, was man das bezeichnet, wenn eine Hexe oder so versucht zu sehen, was irgendwo in weiter Ferne passiert. Vielleicht auch ähnlich wie die Varge bei Game of Thrones und sowas. Das dürfte so ein ähnlicher Prozess sein. So, ich rede jetzt mal mit dieser Person hier. Die betet hier in der Ecke, zusammengekauert. Euer Gewand, die Heilin der Kirche. Ihr seid gekommen, um mich zu retten. Oh. Hab Dank, Heilige. Ich habe keine Worte, um meine Erleichterung auszudrücken. Nehmt zumindest dies. Okay. Die reagiert jetzt gerade so freudig auf uns. Das hätte ich vielleicht vorher mal anders machen sollen, weil wir haben ja halt jetzt Kleidung von der Heilenden Kirche an. Das heißt, sie denkt, wir gehören auch zur Heilenden Kirche, so wie offensichtlich sie, und sind hier, um sie zu retten. Wenn wir jetzt keine Kleidung an hätten, die zur Heilenden Kirche gehört, hätte sie einfach nur geschrien, so was, lasst mich in Ruhe oder bitte nicht. Und das war's. Und dann hätte man sich nachträglich natürlich einfach schnell Kleidung anziehen können von der Heiligen Kirche, auch während man neben ihr steht. Das ist ihr völlig egal, da reagiert sie gar nicht drauf. Und dann hätte sie gesagt, ach Mensch, ihr seid ja von der Heiligen Kirche. Also dasselbe, was sie gerade gesagt hat. Jetzt hat sie uns Wissen des Verrückten gegeben. Das finde ich ganz witzig. Oder eher sehr interessant, weil normalerweise kriegen wir ja... Ich bin Mitglied der Kirche, wie euch sicher gefallen. Oh, vielen Dank, ihr Gott. Weil normalerweise kriegen wir Einsicht einfach, indem wir irgendeine Enthüllung sehen und dann bekommen wir die. Und man könnte jetzt natürlich meinen, dass dieses Wissen des Verrückten, was man immer in der Welt irgendwo bei Leuten findet, einfach nur so eine Art Gegenstand ist, damit man sich die auch für später aufheben kann. Weil wenn ich die benutze, kriege ich ja eben eine Einsicht. Aber wenn ich jetzt...
Also die Einsicht hat einen Maximalwert von 99 und ich kann das quasi aufheben, weil ich kann mir für die Einsicht ja Sachen kaufen. Kann ich mir das zum Beispiel aufheben, falls ich mal schnell ganz viel Einsicht brauche, kann ich die dann benutzen. Aber ansonsten werden Teile vom Spiel ja auch schwerer dadurch, dass man viel Einsicht hat. Und dann muss man die nicht direkt benutzen und hat im Zweifelsfall keine zu hohe Einsicht. Die haben jetzt aber diesen Gegenstand wirklich physikalisch gegeben. Das heißt, das sind wirklich einfach solche Schädel mit Astralschnecken drin. Finde ich ganz interessant. Also das ist wirklich ein real existierender Gegenstand, den man sich scheinbar in der Kirche so zum Dank mal eben einfach gegenseitig zusteckt, weil der andere freut sich bestimmt sehr drüber. Scheint also was zu sein, was der Kirche wichtig ist. XXL-Plakat fragt gerade im Chat, was mit dieser Frau eigentlich später passiert. Und ich würde sagen, das sehen wir dann später, wenn es mit ihr passiert. Aber jetzt rede ich mal weiter mit ihr. Vielen Dank. Ich wurde im Kathedralenbezirk auf der Straße von einem groben Wüstling verschleppt und hier eingeschlossen. Es waren noch viele andere hier, aber sie wurden weggebracht. Und seitdem höre ich aus der Ferne dieses Stöhnen. Ich schätze mal, mit dem Stöhnen meint sie entweder den Gesang oder hier werden Leute gefoltert. Hier ist ja genau dasselbe passiert wie uns im Kathedralenbezirk von so einem Entführer entführt. Und gerade wo sie es sagt, fällt es mir auch auf, diese Entführer erscheinen wirklich auch nur im Kathedralenbezirk. Und nirgendwo anders. Die gibt's, außer natürlich in den Kelchlabyrinthen, nirgendwo anders mehr. Und hier, na klar, hier bringen sie eine hin, also sind sie auch hier. Das heißt, die wollen scheinbar keine normalen Dorfbewohner aus dem Zentrum von Yharnam oder die gehen da nicht hin. Vielleicht sind die Leute aus dem Kathedralenbezirk was Besseres. Die Jagd ist also heute Nacht. Dann sind die Straßen gefährlich. Und jede Tür wird fest verschlossen sein. Vielleicht steht mir diese Frage nicht zu, aber wisst ihr jemanden, der mich aufnehmen würde? Jetzt haben wir endlich mal jemanden, den wir wieder mal irgendwo hinschicken können. Ich schicke sie auch wieder zur öden Kapelle. Oh, vielen Dank. Ich werde so bald wie möglich aufbrechen. Ich bete für eure erfolgreiche Jagd, gütige Jägerin. Dankeschön. So. Damit wäre das erledigt. Dann haben wir jetzt endlich eine weitere Person in der Kapelle, mit der wir dann auch ein bisschen reden können. So. Jetzt sind wir hier. Wir sind in dieser Zelle aufgewacht. Und das ist auch ein bisschen der Clou. Weil das ist natürlich eigentlich, wenn es einmal Spieler passiert, nicht geplant. Man wird von so einem Typen im Sack getötet, mit dem man sich angelegt hat, weil man dachte, man schafft ihn vielleicht oder weil er einem neu vorkommt oder weil er einen überrascht hat. Und plötzlich ist man irgendwo in der Zelle und wenn ich jetzt sterbe, wache ich wieder in dieser Zelle auf und komme nicht zurück in den Traum, weil hier ist gar keine Laterne. Das heißt, ich muss jetzt erstmal eine Laterne finden. Wenn mir dieses Gebiet hier jetzt zu schwer ist, habe ich einfach Pech gehabt. Aber dieses Gebiet kann einem de facto eigentlich nicht zu schwer sein, weil eigentlich muss man nur wissen, wo man langlaufen muss und sich eigentlich mit gar keinem einzigen Gegner anlegen. So, hier geht's aber hoch. Da oben ist ein wandernder Wahnsinn. Könnte ich mal schnell kaputt machen. Oha, dadurch, dass wir Feuerschaden machen, stirbt er sehr schnell. Ja, XXL-Plakat schreibt gerade, Seath's Archives, also die Archive von Seath in Dark Souls 1, funktionieren nach einem ganz genauso dem Prinzip. Da stirbt man einmal gegen Seath und dann wacht man eine Zelle auf. Da hat man dann zwar so ein Bonfire, also so ein Leuchtfeuer, glaube ich, im Deutschen. Ich habe Dark Souls natürlich jetzt auch nur auf Englisch gespielt, das ist ein bisschen ärgerlich gerade. Und da hat man auch so ein Leuchtfeuer und da kann man aber sich nicht wegteleportieren, weil in Dark Souls ist das eh eine ganz andere Nummer. Und da muss man dann auch zusehen, wie man wieder klarkommt, wie man wieder da rauskommt. So. Hier geht's nach oben in eine riesige Halle. Man hat die Schritte gerade gehört, da vorne stehen so zwei von diesen Entführern. Der eine kommt hier diese Treppe runtergewandert, sobald man hier hochkommt. Das heißt, wenn man einfach hochrennt, sieht er einen und er schlägt einen einfach. Wenn man ein bisschen wartet, bleibt er da vorne stehen und dann kann man hier ganz gemütlich rumlaufen. Ich habe jetzt da unten die eine Tür auch erstmal ignoriert, da will ich gar nicht lang, weil hier oben endlich, das war so eine lange Reise, oh, ich habe so geschwitzt, das habe ich eine Angst gehabt, endlich eine Laterne. So. So, jetzt gibt es natürlich einen riesigen Haufen an interessanten Sachen zu sehen. Also zum einen liegt hier erstmal eine Nachricht, die lesen wir erstmal. Albtraumhafte Rituale sehen sich nach dem Kind des Blutes. Finde das Kind und beende sein grauenvolles Weinen. Ja, ich glaube, das muss ich nicht erklären. Das ist bestimmt jedem klar. Was diese Nachricht bedeutet, wird später im Spiel erst
klar. Und damit meine ich jetzt nicht, das werde ich euch später erklären, wenn es Thema wird, sondern man wird hier später nochmal hinkommen und dann ist plötzlich ganz klar, wovon diese Nachricht redet. Jetzt gerade haben wir einfach die Information noch gar nicht. Ja, Opossum Girl schreibt gerade, scheinbar haben die Entführer es eher auf Kirchenmitglieder abgesehen. Das ist sehr gut möglich. Also die entführen bestimmt auch einfach normale Leute. Wir finden ja auch später einfach entführte Dorfbewohner, die aussehen wie diese bestialischen Typen, also die schon so ganz haarige Gesichter haben und so. Die sehen aber nicht unbedingt, also es gibt solche auch im Zentrum von Yharnam, aber wir haben ja auch am Anfang der Folge in diesen dunklen Gassen unten, wo wir den ersten von den Entführern gesehen haben, welche gesehen, die diese Schlachterkleidung anhatten, die auch schon so aussehen. Vielleicht waren das die. Ich kann dir XXL-Plakat mit Sicherheit sagen, dass diese Entführer nicht von Patches angeheuert wurden, denn Patches kommt auch in diesem Spiel vor und er hat ganz andere Ziele. Hier hasst er keine Kleriker. Hoffentlich. Keine Ahnung, sagt er jedenfalls nicht. So, jetzt, nachdem wir diese Nachricht gelesen haben, die jetzt überhaupt nichts sagt, schauen wir uns mal diese Statuen hier an. Die Statuen, genau wie die Nachricht, werfen eigentlich nur Fragen auf und liefern keinerlei Antworten. Das sind irgendwelche komischen, verzwirbelten, ein bisschen nach Schnecken aussehende oder nach Korallen aussehenden Dinge. Das ist ja ganz interessant, ne? Also irgendwelche ganz verrückten Statuen stehen hier. Das hört natürlich nicht auf, weil das hier ist ja wohl die verrückteste Statue, die jemals ein Mensch gesehen hat. Irgendein riesiges Ding. Hat ganz lange Beine und lange Arme und einen Kopf, der irgendwie nur so ein Gitter ist. Man sieht ganz klein innerhalb dieses Gitters sowas wie ein Gehirn und da sind so Kugeln dran, also wahrscheinlich Augäpfel. Hier hinten sind so Stummel, die aussehen wie weitere Arme, die einfach in der Wand verschwinden oder abgebrochen sind. Also eigentlich sind fast alle Arme abgebrochen. Der Arm hier ist der einzige, der noch ganz ist. Und dann gucken wir gerade mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Finger. Genauso am Fuß. Durch diesen Stuhl hier abgegrenzt, wo noch so ein mumifizierter Käfigkerl drin ist. 6 Zehen. Erzähle ich jetzt einfach mal. Also habe ich jetzt einfach mal einfach gezeigt. 6 Finger. Ganz interessant. Also hier, wie gesagt, noch so ein Typ mit so einem Käfig auf dem Kopf. Das hier sieht mir jetzt hier jetzt gerade nicht aus wie eine Folterkammer. Scheint vielleicht doch kein Foltergerät zu sein. Vielleicht hat es was mit diesem Ritual zu tun. Und ansonsten hier weitere Statuen. Diese verhüllten Frauen mit den Booten unten an der Basis, die findet man auch an anderen Stellen in Yharnam und so. So, hier ist eine Tür, die von der Seite nicht aufgeht. Und da drüben ist noch eine Tür, die von der Seite nicht aufgeht. Also da sind die beiden Entführer. Und unten gab es ja auch noch eine Tür, durch die man durchgehen könnte. Ich lege mich mit den Entführern jetzt, glaube ich, mal an. Weil hier gibt es einen kleinen Trick, weil das sind zwei auf einmal. Und wir haben ja schon gesehen, dass die ganz schön fies sind. Aber die sind zu groß, die kommen hier nicht rein. Das ist, glaube ich, extra gemacht. Oha, ein Molotow-Cocktail und der fängt an sich zu verstärken. Ich hoffe, jetzt kommt er dann auch mal. Okay. So, das war's. Weiter kommt er nicht. Das finde ich ganz witzig, weil der passt ja eigentlich eindeutig durch. Ich muss jetzt nur schaffen, ihn zu schlagen, ohne dass er mich schlägt. Weil die machen natürlich einen richtig gemeinen Schaden. Ja, nice. Wow, 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 wow. Die arbeiten auch gut zusammen. Der eine, die können auch so Zauber, hat man gerade gesehen. So eine Art Strudel, mit dem die einem ansaugen. Und der eine hat es gerade gemacht und mich quasi in die Schläge des anderen reingesaugt damit. Das ist natürlich, macht natürlich Sinn, dass jemand, der ein Entführer ist, Zauber beherrscht, mit denen er andere Leute zu sich holt. So, jetzt hat er sich auch verstärkt. Na komm. Wo wir die jetzt natürlich auch schon gesehen haben, war im Labyrinth. Was, finde ich, ein sehr guter Hinweis darauf ist, dass die aus Thumeru kommen.
Also entweder kommen die aus Thumeru oder das ist einfach was mit Menschen, unter anderem auch mit Menschen passieren kann, wenn sie das, also vermutlich das heilige Medium benutzen, um übermenschlich zu werden, weil die sind ja ganz eindeutig auch übermenschlich, die beherrschen ja auch diverse Arten von Zauber, jetzt keine Feuermagie, aber eben dieses Ansaugen, die haben auch noch einen riesigen Feldzauber, also damit decken die so eine gesamte Kuppel ab, wo man einfach kurz stolpern muss, ganz komisch, die können sich selbst mit dieser komischen roten Blutmagie verstärken, die sind riesig und ganz schlank und so, die Thumera sind ja auch immer alle riesig, die sind nicht alle groß und dick, sehr viele von denen sind eben auch sehr groß und sehr dürr und haben immer so langgezogene Gesichter mit großen offenen Mündern und sehr eingefallenen Augen, das ist so dieser Stil, den die Thumera oft haben. Und da weiß man jetzt natürlich nicht, sehen die Thumera einfach so von sich aus so aus oder sehen die so aus, weil sie dieses heilige Medium benutzen, weil die hier, ja, kann ich sehen, die sehen eigentlich aus wie Menschen. Die haben jetzt nicht diese großen offenen Münder, sind aber auch sehr groß und bleich. Also vielleicht sind die aus dem Labyrinth auch mitgebracht worden. Vielleicht sind es aber auch Menschen, die verändert wurden. So, hier liegt ein Gegenstand. Hier drunter befindet sich quasi die Zelle, in der wir aufgewacht sind. Also man schaut hier am Anfang hoch und sieht das Tageslicht und dann sieht man eigentlich diesen Raum an. Hier ist überhaupt kein Tageslicht, also ich verstehe nicht so ganz, wie das funktioniert. Körper durchsuchen. Mond. Das ist ein ganz stilvoll gekleideter Mann. So, dann gucken wir mal. Es ist eine Rune. Carol Bergenworths Runenschmied hinterließ dieses Symbol. Eine Umschrift von Mond, wie es von den Großartigen im Albtraum ausgesprochen wird. Mehr Blutechos erlangen. Die Großartigen im Albtraum sind im Geiste wohlwollend und kommen oft zu Hilfe, wenn sie gerufen werden. Da steht es jetzt quasi weiß auf schwarz, wie es von den Großartigen im Albtraum ausgesprochen wird. Die Runen, von denen hier die Rede ist, sind quasi die Sprache der Großartigen. Und die Großartigen befinden sich im Albtraum. Das erklärt vielleicht so ein bisschen, wie es sein kann, dass wir eine von diesen Runen einfach in unserem Kopf tragen, nämlich diese hier. Weil es scheinbar einfach ein Wort ist. Nämlich das Wort von Jäger. Wenn ein Großartiger quasi Jäger sagt, wird das so geschrieben. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich jetzt auch mal ein bisschen darüber reden kann. Da habe ich mich nämlich ein klein bisschen vorbereitet. Weil dieses Symbol ist ja, habe ich ja schon öfter erwähnt, quasi eine Anspielung auf den Erhängten von, also aus den Tarotkarten. Die Symbolik von der Tarotkarte habe ich jetzt gerade vergessen. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Ich kann aber natürlich auch noch über weiteres reden, weil es sieht ja nicht nur aus wie diese Erhängte, was auch dadurch wichtig ist, dass es diese baumelnde umgekehrte Rune ist. Es gibt noch zwei weitere Sachen, auf die diese Rune anspielt. Das eine ist das Mark of Sacrifice von dem Manga Berserk. Berserk ist dieser, ist ein sehr düsterer Mittelalter-Manga, den es irgendwie seit 1990 schon gibt. Der ist wahrscheinlich den meisten Leuten ein Begriff. Ich habe ihn selbst nicht gelesen, ist aber eine der allergrößten Inspirationen für Dark Souls und eben in Teilen auch eine Inspiration für Bloodborne. Und da trägt der Hauptcharakter Guts, heißt er, das ist so ein großer Ritter, der erinnert sehr an Artorias aus Dark Souls, hier hinten am Hals das sogenannte Mark of Sacrifice, was ihn quasi als eine Art Opfergabe auszeichnet. Und dann passiert das wohl irgendwie, dass er geopfert werden soll für jemanden, der ihm nahesteht, was wohl wichtig ist dabei. Wird er aber aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich habe es, wie gesagt, nicht gelesen. Ich weiß nur, dadurch, dass er dieses Mal hat, lockt er dadurch die ganze Zeit bösartige Kreaturen an. Ah, ja. XL-Plakat schreibt gerade, der Erhängte akzeptiert seine Lage. Interessant. So, ich habe, wenn jemand gerade nicht einfach vor Augen hat, wie das Mark of Sacrifice aussieht, ich bin mal frei, ich habe das mal vorbereitet. So sieht das aus. Und wenn ich jetzt einfach den hier mache. So. Sieht man schon eine ganz gewisse Ähnlichkeit dazu. Hier auf der anderen Seite hat man es auch schon gesehen. Noch ein anderes Bild. Das ist eine Rune aus dem Nordischen. Das ist aus dem ältesten uns bekannten nordischen Alphabet. Das ist die Rune, also dieses Alphabet nennt sich Futhark. Futhark sind einfach die ersten fünf Buchstaben aus diesem Alphabet, also F-U-T-H-A-R-K.
R und K, also die ersten sechs Buchstaben. Und diese Rune bedeutet, also die spricht man im Deutschen Elhas, im Englischen Algis aus. Das steht im Deutschen eigentlich für Elch, also das Tier Elch, ist auch ein Buchstabe. Und auf YouTube habe ich ein Video gesehen von jemandem, der nennt sich Lore and Lore. Also Lore und dann das Unzeichen nochmal Lore. Der hat sehr viele Videos über Dark Souls, aber eben auch ein paar über Bloodborne. Es ist sehr sehenswert. Der redet auch eine ganze Weile über diese, über das Jägerzeichen. Da gibt es ein paar Videos drüber, sind alle interessant. Aber der hat eben diese Verbindung zu dieser Algis-Rune aufgemacht. Das hätte ich sonst nie rausgefunden, glaube ich. Und diese Algis-Rune ist eigentlich nur ein Buchstabe, aber in so, also allem, was ich jetzt gefunden habe, nach in nur sehr esoterischen Kreisen, also da gibt es keine echte Wissenschaft dahinter, dass diese Runen sonst was für eine Bedeutung haben. Aber es gibt so, also ich glaube Anfang der, des 20. Jahrhunderts wurde von einem Wissenschaftler, ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein Fantasy-Autor, ich habe mich überhaupt nicht schlau gemacht, was für ein Mensch ist, wurde jemand eine komplette Theorie zu all diesen Runen aufgestellt, was die Bedeutung dahinter ist. Und das wird heute in sehr viel eher esoterisch wirkenden Kreisen auch einfach so angenommen. Und diese Rune steht halt zum einen sehr für Leben, aber auch für die Verbindung aufnehmen zum Göttlichen nach oben. Also es sieht ja auch aus, ich halte es gerade nochmal in die Kamera. Jetzt gucken, das ist schwer sich zu orientieren. Ein bisschen wie ein Mensch, der, also diese Seite hier, ein bisschen wie ein Mensch, der die Arme nach oben streckt. Das heißt, er versucht quasi nach oben hin Verbindung zu den Göttern aufzunehmen. Wir sehen auch im Spiel sehr, sehr viele Charaktere und Statuen, die die Hände erhoben haben. Ich glaube, selbst die Statuen, die hier oben stehen, haben das ja. Hier ist ja schon eine. Hallo? das heißt, diese Rune würde bedeuten, Verbindung zum Göttlichen aufzunehmen. Aber das hier ist ja jetzt die umgekehrt hängende Rune. Und besagter Lore and Lore Channel hat eben dann die Theorie aufgestellt, dass es bedeutet, dass das Göttliche zu uns Verbindung aufnimmt. Wenn man jetzt allerdings die zweite Bedeutung der Rune nimmt, die für Leben steht, das ist ein bisschen eine etwas kritische Konnotation insgesamt, weil diese Rune wurde sehr für Leben und eben umgedreht auch für Tod als Symbol benutzt. Allerdings zur Nazi-Zeit in Deutschland und da dann teilweise auch bei Dokumenten oder Grabsteinen als die Symbole benutzt, wo wir normalerweise für geboren am, schreiben wir so ein Asterisk, ein Stern, und für gestorben am, ein Kreuz. Und da wurde eben diese Rune benutzt, eben richtig herum oder falsch rum. Und auch später noch sehr viel, gerade in der Neonazi-Szene wird sie wohl viel als Symbol benutzt, das ist jetzt Wissen, das habe ich jetzt nur von Wikipedia. Aber ist halt dann wirklich, wenn es nur auf irgendwelche Esoterik basiert und von Nazis benutzt wird, weiß ich nicht, wie tiefgehend jetzt die Bedeutung dieser Rune ist. Das Einzige, was ich gefunden habe, was wirklich als wissenschaftlich belegt gilt, ist, dass es ein Buchstabe im Alphabet der irgendwelcher nordischen, germanischen Völker war. So viel dazu. Jetzt habe ich tatsächlich doch nochmal darüber geredet, das finde ich ganz schön. So, hier geht's raus. Ja, das wurde wirklich sehr schnell sehr düster, aber das gehört ja bei diesen Spielen auch dazu. So, hier steht ein Gegner. Ich hoffe mal, ich guck mal, ob ich sie mir angucken kann. Ich hoffe, jetzt dreht sie sich nicht um. So eine alte, bucklige Frau. Die wartet quasi nur drauf, dass ich um die Ecke komme. Hat hier so ein krähenartiges Werkzeug in der Hand. Diese Art von Werkzeug existiert wahrscheinlich immer noch auch im echten Leben. Sowas benutzt man, um Leuten die Augen auszunehmen. Wir wissen ja langsam, dass Augen auch wichtig sind, weil es geht ja auch sehr viel um Einsicht und die hat ja auch Auge als Symbol. Das war bisher eigentlich alles, was an Auge wichtig war. Ich töte die einfach mal, aber achtet doch mal drauf, wie groß die Frau wirklich ist. Sieht erst super klein aus, weil sie so bucklig steht. Aber bei der Eingeweide-Attacke, bis da oben hin, wo die Blutspritzer gespritzt sind, reicht die eigentlich von ihrer Größe. Die Frau ist gigantisch. Die läuft nur sehr bucklig. Sie ist bleich und sehr groß. Könnte, genau wie die Entführer, thumerischen Ursprungs sein oder vom heiligen Medium verändert sein. Und die lässt Kiesel fallen, was natürlich auch kein Zufall ist, denn Kiesel, habe ich in der allerersten Folge mal erzählt, sind Augäpfel, wie man am Symbol erkennen kann. Die Frau hat ein Werkzeug in der Hand, um Augäpfel zu entnehmen. Sind wahrscheinlich Augen von irgendwelchen Leuten, was sie da in der Hand hatte. So.
Jetzt kommen wir hier langsam mal raus. Und jetzt fängt es an, gruselig zu werden. Das ist eines der gruseligsten Gebiete hier im Spiel. Man hört Gestapfe. Man hört die Gesänge. Werden immer lauter. Was hier stapft ist, kommt da gerade hochgewandert. Das ist ein Schweinchen. Oink, oink. Na, komm her. Haben wir ja schon mal eins gesehen in der Kanalisation. So, dann machen wir den ganzen nochmal auf. Diesmal habe ich zum Glück keine Eingeweide-Attacke vollführt. Die sind schon echt giftig, diese Schweine. Also giftig in der Hinsicht, dass sie echt gefährlich werden können, wenn man nicht aufpasst. So, bevor ich hier weitergehe, gehe ich hier mal gerade in die Seitengasse. Also das Gebiet hier ist relativ groß, wie man sieht. Eine größere Stadt. Und hier geht es in sehr viele Richtungen weiter, und man ist verwirrt. Und oh, da ist eine Nachricht, die lese ich natürlich als erstes. Sieh an, ein Bleichbluthimmel. Ja, also der Himmel sieht für mich nicht sehr bleich aus, sondern rot, aber das ist eine Nachricht, die macht mir auch erst später Sinn. Ich habe ja schon mir erzählt, dass wir hier nochmal hinkommen. Aber ein Bleichbluthimmel ist für uns natürlich jetzt super interessant, weil, vielleicht erinnert ihr euch, das allererste, unser allererster Auftrag, der uns genannt wurde, den wir bis heute nicht ausgeführt haben, ist, dass wir Bleichblut suchen. Wir versuchen rauszufinden, was Bleichblut ist. Und jetzt ist die Rede vom Bleichbluthimmel, was das auch immer heißen soll. So, hier ist noch so einer. Die mögen kein Feuer, wie ich sehe. Tod würde auch zum Erhängten passen. Ah, du meinst wahrscheinlich wegen der umgedrehten Rune. Weil, ja, wenn man die Lebensrune, die sogenannte, wenn man die umdreht, bedeutet sie tot. Und dann hängt sie auch genauso rum wie das Mal des Jägers, was wiederum aussieht wie der Erhängte. Das ist wahr, ja. Da ist es auch interessant, dass beim großen Arcanum der Tarotkarten, also wo der Erhängte auch dazugehört, sind diese ganz bekannten Tarotkarten, die immer benutzt werden, wenn es um die geht. Da hat das eben auch immer eine Bedeutung, wenn die Karte falsch herumgezogen wird. Und da bedeutet das meistens fast das Gegenteil von dem, was die Karte eigentlich aussagt. So, ich habe die Tür hier aufgemacht. Jetzt sind wir wieder bei der Laterne. Jetzt muss ich mich so schnell nicht mehr mit diesen Entführern anlegen. Das ist ja auch ganz nett. So, wir haben ein paar Zwillingsblutsteinscherben gefunden in der Zeit. Damit kann ich unsere Waffe natürlich mal verstärken. Das ist ja auch nicht schlecht. Unser Ziel ist es im Grunde genommen, rein waffentechnisch den Sägespeer auf plus 5 zu bekommen, weil dann wird oben auch der dritte Platz für die Blutedelsteine freigeschaltet, weil wir haben ja, das sieht man jetzt vielleicht ein bisschen, der ist so ein bisschen rund, so mondsichelförmig, weil wir haben ja schon einen Blutedelstein, der mondsichelförmig ist, nämlich diesen hier, der Feuerschaden verursacht, ist natürlich für uns perfekt. Werden wir heute aber wahrscheinlich nicht mehr machen, weil die Zeit ist gerade rum. Jetzt sieht man hier gerade nochmal unsere kleinen Boten mit den Hüten. Das bedeutet, ich glaube, für heute ist eigentlich Schluss. Also ich werde jetzt noch in den Traum zurückkehren, weil das können wir ja. Und nächstes Mal werden wir dann dieses Gebiet hier komplett erforschen. Ich werde, wie gesagt, in der Zwischenzeit mindestens einmal noch dieses Labyrinth durchlaufen und nochmal den großen brennenden Hund besiegen. Einfach damit wir den zweiten von diesem Feueredelstein bekommen. Ich glaube einfach, das einfach sich nochmal anzusehen, ist einfach nicht so interessant. Aber dafür macht dann unser Charakter plötzlich viel, viel mehr Schaden und das lohnt sich. Und dann ist die Sache auch soweit erledigt. Ich glaube, ich rede einfach mal wieder mit der Puppe, das habe ich lange nicht gemacht. Was finden? Im Laufe der Zeit haben unzählige Jäger diesen Traum besucht. Die Gräber hier erinnern an sie. Es scheint alles schon... Okay, damit hatten wir das und ich komme auch nicht wieder. Echos, wir brauchen für ein Level. Ja. Das machen wir mal so. Wenn sich jemand wundert, warum ich jetzt Stärke erhöht habe, das finden wir nächste Folge vielleicht heraus. So. Und in diesem Sinne haben wir, glaube ich, alles erledigt, was zu erledigen ist für heute. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich lade das Ganze natürlich wieder auf YouTube hoch. Ich freue mich sehr über Kommentare. Ich lese die auch auf jeden Fall. Ich habe bisher leider noch nicht geantwortet auf das eine Kommentar, was ich bisher habe, aber werde ich noch machen. So, und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich bin Iresa. Wir sehen uns das nächste Mal.